Jo, meine Freunde, was geht? Wir hatten hier eine heftige Diskussion im Chat, aber ich denke mal, heute müssen wir uns hier mal gegen. Entweder. Ist halt auch schwierig, ne? Entweder gegen die AfD oder gegen Tim Jacken. Ich weiß nicht. Wir schaffen beides heute. Ich weiß halt wirklich nicht, wer unsympathischer ist von den beiden. Deswegen müssen wir mal gucken. Ja, ich habe mir hier Verstärkung mitgebracht. Naja, Kopf Rätsel, Kreisverstand, AfD, Braunschweig und wir gucken einfach mal, ne? Gut, Kick in die Runde erstmal, ja? Geht hart jetzt. Denn heute geht's um die AfD. Okay, und warum wird er da hart bei dir? Nico und ich haben uns mal hingesetzt und ein bisschen was über die Partei recherchiert. Wofür stehen die eigentlich so? Was steht im Wahlprogramm? Wie viel glauben sie der Wissenschaft? Und wie schlimm ist das bei denen mit der Ausländerfeindlichkeit? Digga, aber er hat heftige Augen, ne, Junge? Wirklich. Und was da rausgekommen ist, ich kam nicht auf mein Leben klar. Dieses Video hier ist jedoch nicht, um einfach nur das zu wiederholen, was eh schon jeder weiß, oder wahllos die Partei schlecht zu reden, sondern vor allem für die, die denken, die AfD könnte eine wirkliche Alternative darstellen. Die keine rechtsextremistischen Ansichten haben, die teils nazihaften Aussagen einiger AfD-Politiker sogar verurteilen, aber sich von den anderen Parteien einfach nicht mehr vertreten fühlen. Für all die Leute, die denken, die AfD in der Macht könnte das Land verbessern, lasst mich euch sagen, mit denen wird es noch viel, viel schlimmer. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Tja, euer Pech, ne? Wir können auswandern. In diesem Video geht es um unfassbar. Wo würden wir hinziehen, wenn die AfD an die Macht kommt? Ich bleib genau da, wo ich bin und sehe gerne zu, mache Videos, wie die ganzen Ausländer rausgeschmissen werden. Alles klar. Gut, er will aber auch, dass ich heute gesperrt werde. Ja. Merkt ihr das mit seinen Aussagen, Alter? Erst jemand als Hurensohn beleidigen, jetzt das. Das VOD wird gelöscht, kann ich euch schon sagen. Das komplette Land gefährden. Es geht um Homophobie, den Versuch, Frauen zu unterdrücken, wieder legal zu machen. Unfassbar ekelhaftem Rassismus und generelle Menschenfeindlichkeit. Es geht darum, wie die Politik der AfD neben Migranten vor allem den eigenen Wählern schadet. Es geht um Lügen, bewusstes Desinformieren, Fakten verdrehen und die wildeste Propaganda, um die eigene Ideologie irgendwie durchzuboxen. Wie die AfD plant, auch dich abzuschieben, selbst wenn du deutscher Staatsbürger bist. Und jetzt reicht's aber auch langsam mal. Nee, also wenn es darum geht, mich abzuschieben, dann Da bin ich aber raus. Der Pläne der AfD, die fast 1:1 der Machenschaften von Hitler und dem Dritten Reich gleichen. Dazu, auch wenn es maybe manchen so rüberkommt, ich will hier in diesem Video die AfD nicht zerstören. Darum geht's hier. Hä? Was? Die Zerstörung der AfD, ey, hier geht's nicht darum, jemanden zu zerstören, ja. Wie kommt ihr darauf? Also das ist nicht Inhalt von diesem Video, denkt das bitte nicht, ja? Junge. Leider so ein typischer Tim Jacken. Ich werde hier aufzeigen, wie die AfD sich mit unfassbar schlechter Politik schon längst selbst zerstört hat. Alles, was in dem Eigentlich haben sie sich ja nicht selbst zerstört. Natürlich mit Quellen belegt. Wir haben hier 35 Seiten, beziehungsweise 300. Stehen bei 20% momentan, ne? Ja, 311 Quellen, so viele wie Anzeigen am Tag gestellt werden von Falschparker. Wieder aufbaut. Ihr wisst, wenn so ein Video kommt, ist es ordentlich gemacht. Los geht's. Ah, Rezos Phrase geklaut. Banger. Yeah. Aber es geht übrigens nicht um die Zerstörung der AfD. Es geht nicht um die Zerstörung der AfD. Das Video heißt so, der erste Punkt ist die Zerstörung der AfD. So, legen wir mal los, meine Freunde. Infos noch vorab. Für die Politikinteressierten wird es vielleicht komisch sein, aber alle Fachbegriffe, die vielleicht nicht jeder kennen könnte, werden entweder mündlich oder mit einer kleinen Texttafel erklärt. Ich will das abseits von Alter, Bildungsgrad oder politischem Interesse jeder das Video hier gucken und auch verstehen. Boah, er holt auf dich ab. Das ist doch schön. Glück gehabt. Das ist doch schön. Ich als Link im Video und ein kleines Kürzel in der Ecke führt zum Quellendokument. Sollte jemand was überprüfen wollen, was gesagt wird, kann man das ganz easy über das Quellendokument machen. So, jetzt ist alles erklärt. Fangen wir an. Er hat doch nur 2 Minuten 30 für die Einleitung gebraucht. Lass uns aber erstmal klären, für was die AfD so steht. Für welchen Bürger macht sie so Politik? Denn sie stellen sich ja sehr gerne so als Partei des kleinen Mannes dar. So sind sie zum Beispiel gegen ein zu hohes Renteneintrittsalter. Ihre Forderung. Soll ich schneller machen? Oder ist gut so? Ich weiß nicht, einer schreibt. Schreiben wir auf. Also ich finde, der redet immer relativ langsam, finde ich. Wir können das gerne auf 1,25 stellen. Wenn euch das dann besser gefällt, dann machen wir das doch gerne. Davon gibt sie sich ja immer wieder als sehr familienorientierte Partei. Die Familie stark machen. Die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Und sie sagen, sie setzen sich für Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen und sonstige Geld. Oh Mann. Die sollen lieber mal arbeiten gehen, das volle Pack. Unsere Anträge auch vorgestellt, die wir im Bundestag klar einbringen, was klar zur Entlastung von Familien und geringen Verdienern beiträgt. Wir wollen vor allem Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen finanziell entlasten und Mut zu Kindern machen. Okay, schreiben wir auf. Auch in der Bauerndebatte haben sie sich klar positioniert. Wir stehen an der Seite unserer Bauern. Kommt auch auf die Liste. Und auch beim Wohnungsmarkt wollen sie, dass diese nicht teurer werden und man sich Wohnungen wieder leisten kann. Für bezahlbares Wohnen. Bab. Drauf da. Und grundsätzlich sagt die AfD, dass man Geringverdiener und... Das gibt mir so Tubo-Rezo-Vibes.
Der Rezo hat das genau so gemacht, irgendwie am Anfang so ein Weltbild aufgebaut und danach so dagegen argumentiert. Den Mittelstand entlasten muss. Wir fordern weiterhin massive Entlastung des Mittelstands. Die AfD möchte Geringverdiener entlasten. Schreiben wir auch auf. Für das hier sind sie alles. Also die AfD sagt, sie würde Politik machen für Familien, für Geringverdiener, für den Mittelstand, für nicht so Mietpreise, die Älteren, die nicht erst mit 70 in Rente gehen sollen, Bauern oder halt eben umgangssprachlich gesagt dem kleinen Mann. Das geben sie ja schon sehr klar mit solchen Wahlversprechen hier von sich. Nur das Interessante ist, sie sagen das zwar, aber fordern intern dann was ganz anderes. Und wie dreist sie euch da anlügen, zeige ich euch jetzt. Krass, das hat glaube ich auch noch gar keine andere Partei jemals gemacht, gelogen und Sachen nicht umgesetzt. Aber wir gucken erstmal. Ich glaube, man kann viel Gutes über die AfD finden. Ich meine, also was hat Rezo alles schon über die CDU gefunden? Und die CDU kann man ja noch halbwegs argumentieren, dass sie noch seriöser sind so als die AfD. Die AfD finde ich nicht sonderlich seriös in manchen Bereichen. Fall. Also wenn man über die CDU die schon so zerstören kann, was kann man dann über die AfD machen? Da müssten wir halt mal wen Vernünftigen ranlassen und nicht Tim Jacken, ne? Das ist halt das Problem. Zeit, arbeiten bis 70. Nein, danke. Aber in ihrem Wahlprogramm steht, dass man erst nach 45 Beitragsjahren... Okay, aber darunter steht, alle weiteren Optionen für einen selbstbestimmten Übergang in die Altersrente sollen für alle Versicherten ab dem 63 Lebensjahr die Möglichkeit für einen Teilrentenbezug und Teilzeitarbeit erleichtert werden. In die gesetzliche Rente gehen darf, was aber halt eben bei 40% der Bevölkerung erst nach dem 70. Lebensjahr. Ja, Bro, Alter, wenn du halt auch 80 Jahre studierst, dann bist du auch selber schuld. Bei Frauen wären das sogar knapp 50%, die erst nach dem 70. Geburtstag in Rente gehen dürfen. Also es wird halt mit solchen Wahlplakaten was versprochen, aber was die AfD dann wirklich plant und umsetzen möchte, ist halt eben was ganz anderes. Und so. Naja, aber die haben doch da schon gesagt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und du nicht unbedingt 45 Jahre einzahlen musst. Das wird halt weggelassen. Das kommt immer dumm, wenn man irgendwie die AfD verteidigt, aber das ist halt schon wieder extra halt alles andere rausgeblendet, was da drin steht. Das wird ein Satz gezeigt aus einem gesamten Programmpunkt und da wird gesagt, ja, nee, das ist ja gar nicht so. Und geht's halt eben mit einer Menge Punkte weiter. Die AfD hat ja schon eher ein familienfreundlicheres. Und es wird gesoffen. Pro Ehe, pro Kind und so, ne? Zukunft braucht Familien. Also ich weiß noch nicht, was da sonst drin steht. Ich kenne das Programm nicht, aber es wird halt nicht alles wiedergegeben. So, ich kann jetzt gar keine Meinung bilden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mutter, Kinder. Hey. Und wenn du eine Familie mit Vater, Mutter, Kind bist, bekommst du sogar mit deren Politik 20 Euro. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und kleinem Einkommen hätte mit ihrer Politik maximal 20 Euro im Jahr mehr. Auch das ist doch keine echte Politik. Ich habe eine Blaubeere auf meinem Platz. Jawohl, ja! Kannst du nehmen, wenn du möchtest. Aber solltest du auch einen Liebfall von derer perfekt tun und abrutschen, ist auch schon ganz schnell wieder vorbei mit der Freude. Denn wenn du zum Beispiel schwul bist, soll dir erstmal das Recht auf Ehe entzogen werden. Die AfD-Fraktion lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe. Das ist ein Minuspunkt. Ja, 20 Jahre Gesetzentwurf, bla bla bla. Ab. Ja, chillig. Gehen wir aber später noch drauf ein. Aber auch Alleinerziehende werden richtig rangenommen. Gerade hieß es ja noch, wir wollen geringverdienenden Familien helfen. Oder auch, die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Das Ding ist, danach kommt aber ein sehr großes Jedoch. Die AfD möchte Alleinerziehenden helfen, sie ist jedoch gegen jede finanzielle Unterstützung von Organisationen, die eine Einelternfamilie als normalen, fortschrittlichen oder sogar erstrebenswerten Lebensstil auch L-Punkt. Für die 23,2% der Alleinerziehenden, die es in Deutschland gibt, ja, wir wollen dir helfen, aber wenn dir eine Organisation finanzielle Unterstützung anbietet, ja, so, wir weiter. Wollen dir helfen, aber wenn dir eine Organisation finanziell... Wer unverschuldet in dieser Situation verdient selbstverständlich unsere Mitgefühl und Unterstützung oder eine staatliche Pension des selbstgewählten Lebensmodells alleinerziehend leben wir doch. Wenn er Unterstützung anbietet? Was heißt Digga, unverschuldet? Wie ist man denn unverschuldet Single geworden? Jemand stirbt? Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Stimmt. Aber ist man dann, wenn man sich trennt, weil es nicht mehr passt, ist das dann krass verschuldet oder was? Ja, ja, es war schuldet. Also man hätte ja auch einfach in der Beziehung bleiben können. Man hätte auch einfach unzufrieden in der Beziehung bleiben können. Nö, das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht. Ein Partner, ihr habt ein Kind bekommen, selber schuld, Digga, das ist ein Akt fürs Leben. Nee, Digga. Ja. Pech. Ja, dann unterstützen wir diese Zukunft nicht mehr. Weil alleinerziehend zu sein, ist nichts Normales. Du und dein Kind seid nicht normal. Ja, cool, ne? Und wenn ihr arbeitet... Naja, das Kind ist, glaube ich, trotzdem normal. ...gehen wollt und euer Kind halt eben die Krippe geben möchtet, wenn es halt eben noch unter 3 Jahre alt ist, dann zieht ihr die AfD so richtig schön, zack, den Teppich unter den Füßen weg. Weil dein... Die AfD ist gegen die Betreuung von Kleinkindern in Krippen. Stattdessen sollen die Eltern die Betreuung in der ersten Reihe selbst übernehmen. Aber warum? Naja, also erstmal ist das nur Hessen, das ist nicht mal für den ganzen Verband auf jeden Fall, das fällt mir direkt auf. Kind in die Krippe bringen ist da nicht mehr so einfach möglich, denn die AfD ist dagegen, dass es sowas wie Krippen gibt. Ja, cool. Ja, und er zeigt das jetzt nicht aus dem Wahlprogramm oder so. Digga, ich will das jetzt hier mal gegenchecken, Mann, das ist halt, also keine Ahnung, das Ding ist, AfD ist scheiße, aber ich mag Tim Jacken noch weniger. Warum hast du eigentlich so eine Abneigung gegen ihn? Guck dir dieses Video an. So, also, Zeile 397. Frühkindliche Bindung, wichtig für die Seele schon soziale Entwicklung von Kindern unter 3 Jahren, ist in erster Linie eine verlässliche, das kann ich euch auch einfach hier zeigen, sorry, wir sind hier, verlässliche, kommen wir größer, dann könnt ihr das auch lesen,
Gerade und eine Erziehung und Familie nicht Ganztagskrippen. Wir sind deshalb gegen eine einseitige staatliche Bevorzugung der frühkindlichen Fremdenbetreuung. Der Staat muss die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstützen wie Kitas und Tagesmütter. Eltern, die ihre Kleinkinder selbst betreuen, erleben die Entwicklung ihrer Kinder unmittelbar, vermitteln ihnen Herzensbildung und erhalten damit körperliche und seelische Gesundheit ihrer Kinder. Hä, aber da steht doch jetzt gar nicht drin, dass die gar keine Krippen wollen, oder? Oder bin ich dumm? Also ich weiß nicht, vielleicht checke ich auch irgendwas gerade falsch, aber gerade kleine Kinder haben ja Recht auf Schutz, wenn so kalt in einem Kaiserfilm. Das mit den Krippen wird gar nicht thematisiert. Aber so und grundsätzlich halt, worüber die reden, dass Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen sollten, ist grundsätzlich was Gutes. Das ist man darf ja, aber man, ja, aber man, extrem ja, sehen. Ja. Man darf es nicht sagen. Also es gibt ja auch alle Kitas weg. Das ja, ja, es gibt ja auch einfach Eltern, die müssen ihr Kind in die Kita schicken. Klar, wenn du jetzt seit irgendwie einen Tag nichts zu tun hast, dann lass ich nur auch mal zu Hause. So, aber das, also da steht hier doch gar nicht drin, oder bin ich dumm? Schluss mit der skandalösen Frühsexualisierung, das lassen wir mal weg. Also, und auf eine Erziehung im Kreis der Familie und nicht in Ganztagskrippen. Wir sind deshalb gegen eine einseitige staatliche Bevorzugung der frühkindlichen Fremdenbetreuung. Der Staat muss elterliche... Hä? Aber da steht ja nicht drin, dass die keine Krippen mehr wollen, sondern nur, dass halt elterliche Betreuung finanziell unterstützt werden soll. Also statt du jetzt einen Kita-Platz bezahlt bekommst, bekommst du dann vielleicht mehr Kindergeld oder so. So würde ich das jetzt sehen. Digga, guck, und das ist TJ und das wusste ich schon. Und das Video wird wahrscheinlich gehatet, weil ich jetzt dann quasi was für die AfD sage. Aber das ist so dieses typische, irgendein Depp postet einfach irgendwas bei Twitter wahrscheinlich. Tim Jacken hat das gesehen, nimmt das einfach als Quelle. Ich meine, guck mal, wir machen das in einer Livestream-Reaction so nebenbei. Wahlprogramm Hessen, du weißt genau die Quelle. Und er checkt das nicht mal. Das macht mich so sauer, Alter. Krippe bringen ist da nicht mehr so einfach möglich, denn die AfD ist dagegen, dass es sowas wie Krippen gibt. Ja, cool. Da greift ihr den Familien ja richtig schön unter die Arme. Cool. Das ist, Digga, das... Junge, das macht mich so sauer gerade, wirklich, Alter. Das ist möglich, denn die AfD ist dagegen, dass es sowas wie Krippen gibt. Ja, cool. Weniger Hilfe verleihen, als die stimmt. Ach, Digga. Cool. Da greift ihr den Familien ja richtig schön unter die Arme. Aber das Ding ist, es wird doch eben weniger Alleinerziehende geben. Er spielt sowas von der AfD in die Karten. Die AfD hat Bestrebungen, dass du auch nicht mehr so einfach aus deiner Ehe rauskommst. Denn sie wollen ein altes Gesetz, welches 1977 zu Recht abgeschafft wurde, wieder einführen. Denn dort heißt es, dass du nur aus deiner Ehe raus darfst, wenn jemand große Scheiße gebaut hat. Das bedeutet, wenn jemand missbraucht wurde, jemand fremdgegangen ist oder was auch immer. Und wenn es einfach nicht mehr passt, ihr euch nicht mehr liebt oder was auch immer, dann sorgt die AfD mit ihrem familienfreundlichen Programm dafür, dass du zwanghaft in deiner Ehe bleiben musst. Mann, sind die Familien. Ja, aber dann kann man doch immer noch fremdgehen, das verstehe ich nicht. Also ja. Moment, hä? Was auch immer. Und wenn es einfach nicht mehr passt, where's the point? Oder was auch immer, dann sorgt die AfD mit ihrem familienfreundlichen Programm dafür, dass du zwanghaft in deiner Ehe bleibst. Aber warte mal, also, warte. Wieder einführen, denn dort... Ach, das wollen die, oder was? Rund 80% der AfD-Befragten stimmten dafür, sich beim Scheidungsrecht zukünftig, der Stand vor 1909, also schon mal dumm auf jeden Fall, safe, L-Punkt. Und zur Verschwörung kann das nicht möglich sein, aber steht das jetzt im Programm oder ist es einfach nur, dass die Befragten dafür gestimmt haben? Also steht das jetzt im Programm oder wie ist das? Dort heißt es, dass du keine Ahnung. Ist auch für. Aber dummer Punkt auf jeden Fall, safe. Also man sollte schon die Möglichkeit haben, die Ehe logischerweise halt zu scheiden, auch ohne, dass irgendwer irgendwas falsch gemacht hat. Wenn es einfach menschlich nicht mehr passt, das muss ja auch nicht fremdgehen oder sonst irgendwas sein, oder man sich einfach halt nicht mehr liebt, dann sollte man immer die Möglichkeit haben, da rauszukommen. Also ich finde auch sowas wie das Scheidungsjahr finde ich auch unnötig. Dass man das direkt wegmachen kann, okay, da kann man vielleicht irgendwie sagen, eine Ehe kann ja auch gerettet werden. 6 Monate oder so reichen, aber wenn die dann nicht wieder zusammenkommen, dann... Oder weniger, ich kenne mich da nicht aus. Lexi, dankeschön für die 5 Subs. Aber wenn das nicht im Programm steht, dann... Also was war das denn überhaupt? ...in deiner Ehe bleiben musst. Also wo wurde das abgestimmt? Mann, sind die familienfreundlich. Und mit so einem heuchlerischen Verhalten geht halt immer und immer weiter. Ihr habt ja wahrscheinlich alle die Bauernproteste mitbekommen. Ging ganz vereinfacht gesagt darum, dass die Politik halt eben plant, den Bauern weniger Steuersparnisse zu geben. Da hat die AfD ja so richtig Wirbel gemacht. Pro deutsche Bauern. Wir müssen den Bauern unbedingt unter die Arme greifen. Und da könnte man ja denken, die AfD wolle den Bauern helfen. Ja, lol. Parteiprogramm, Seite 88. Landwirtschaft. Mehr Wettbewerb, weniger Subventionen. Die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip sowie bürokratische Überreglementierung sind Schritt für Schritt zurückzufahren. Stark, Alter. Och, Digga, ich check das jetzt auch hier gegen. Das triggert mich, sorry. Das ganze Video triggert mich. Und TJ triggert mich noch mehr. Ich würde übrigens das gleiche machen, wenn er ein Video gegen die Grünen gemacht hätte. Ja, das will ich hier nur einmal kurz dazu sagen. Also, V21 war das eine auf jeden Fall. Scheidungsrecht zurück, also. Warum auch immer das jetzt klein geworden ist. Also erstmal ist das von Katschas Blog, weiß ich jetzt nicht, kenne ich nicht, von 2017, Bundeswahl verabschieden, aber steht 80%,
zu den Bauern. Ja, aber wenn das, also es wurde halt irgendwo mal abgestimmt, aber jetzt, also steht aber gar nicht im Programm oder was? Das heißt, er nimmt irgendeine Quelle und das war's. AfD-Scheidungsrecht 1977. Achso, ich dachte, du wolltest das mit den Bauern suchen. Abgeordnetenwatch, das ist schon besser. Sehr geehrte, warte, wir gucken auch das hier mal zu. Ne, Bauern will ich gleich gucken, wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt. Antwort ausstehend, okay, gibt es nicht. Ach, schade, gibt es tatsächlich keine. Okay, aber hier steht was, hier, da wurde aus dem Partei gelesen, die Reform des Finanzamts führte dazu, dass selbst Straftaten und schwerwiegendes Fehlverhalten gegen Ehepartner bei der Bemessung finanzieller Ansprüche nach Trennungsscheidung oft ohne Auswirkungen bleiben. Eine derartige Rechtsprechung ist nicht geeignet, die Partner zu ehelicher Solidarität anzuhalten und beeinträchtigt die typischen Ideen. Muss aber schwerwiegendes Fehlverhalten. Okay, also wir wollen es auf jeden Fall schwerer machen, sagen wir so. Vielleicht nicht, wie er das gesagt hat, aber schwerer steht auf jeden Fall drin. Ich kann jetzt auch nicht jeden einzelnen Punkt hier komplett. Stark. Richtige Macher seid ihr. Und bei den Mieten haben wir genau. So. V26 sind dann die Bauern. So. Und zwar auf Seite 88. Ja, ist ja passend auf jeden Fall, ne? Dann. Gib oben 8 oder so. Ja, es geht doch hier auch. Geht schnell. So, was wollen die denn? Also, mehr Wettbewerb, weniger Subvention. Die AfD tritt dafür ein, dass landwirtschaftliche Flächen der Nahrungsmittelproduktion nehmen und nicht zunehmend für andere Zwecke herangezogen werden. So lehnen wir jegliche Form der Bodenspekulation durch internationale tätige Konzerne und den vermehrten Anbau von Biomasse zur Energiegewinnung ab. Bin ich nicht drin im Thema. Per se aber internationale Konzerne irgendwie vermehrt da was machen, kann man bestimmt kritisieren, um irgendwie den regionalen Bauer zu helfen vielleicht. Die AfD ist davon überzeugt, dass moderne bäuerliche Betriebe mit Verwurzelung in den Regionen am besten geeignet sind, umwelt- und markengerecht zu produzieren. Anzustreben ist eine nachhaltige Erzeugung von gesunden, hochwertigen und rückstandsfreien Nahrungsmitteln sowie marktgerechte Preise von landwirtschaftlichen Produkten. Auch hier fordern wir eine detaillierte Lebensmittelinformation und Herkunftskennzeichnen, die per EU-Richtlinie eingeschränkte Informationspflicht der Hersteller führt zur Irreführung der Verbraucher. Dies kann mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betriebsformen erreicht werden. Die AfD wird die Rahmenbedingungen und die umweltgerecht produzierte Lebensmittel verbessern, die so nach dem, so wie die Landwirte brauchen wieder mehr Entscheidungsfreiheit. Der Beruf des Landwirts muss wieder attraktiver werden. Hä? Aber warte mal, Moment, aber ist das nicht ein Widerspruch? Also die wollen weniger Subventionen EU-Subvention, machen? Aber also meinen die jetzt EU-Subvention, dass wir Geld an EU-Staaten geben oder meinen die, dass man hat ja so einen großen Topf, wo wir mit einzahlen und dann geht das an die Bauer wieder raus? Keine Ahnung. Stark, richtige Macher seid ihr. Und bei den Mieten haben wir ja genau das Gleiche, schreiben richtig stolz auf ihre Plakate für bezahlbares Wohnen. Aber als es dann eben in der Abstimmung darum geht, dass Vermieter nicht ihre Preise ins Unermessliche anheben dürfen, stimmt man natürlich dagegen und so weiter. Aber ja, der letzte das Punkt ist auf der Liste, Punkt. Entlastung der Mittelschicht und Geringverdienern, ist eigentlich der krasseste. Weil wir erinnern uns, haben die ja richtig Werbung für Entlastungen so gemacht, was by the way auch übertrieben Sinn ergeben würde, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland. Die wollen gezielte Subventionen oder Gießkannenprinzip und Reglementierungen für den Bauern zurückfahren. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, was heißt denn Gießkannenprinzip? Oder so tief bin ich da tatsächlich nicht drin. Die Subventionen fließen ja nur, wenn sie bestimmte Sachen machen oder nicht machen. Ah, okay. Und das heißt, sie kriegen dann quasi einfach, quasi so, also generell dann einfach beispielsweise eine Subvention, ohne dass die jetzt irgendwas machen müssen, wie, keine Ahnung, wenn die jetzt Solarpanels bauen oder so als Beispiel. Das hört sich immer und immer weiter. Allein die okay, dann weiß ich nicht. Reichsten 0,1% in Deutschland haben 15 mal so viel Vermögen wie die ärmsten 50% zusammen. Aber was die AfD richtig durchsetzen so möchte, ist absolut bodenlos. Denn einerseits fordern sie, dass man bei hohen Summen, die man vererbt. Erbschaftssteuer ist unfaire Doppelbesteuerung. Stimmt, absolut. Ich bin aber gegen die Erbschaftssteuer auf jeden Fall. Abgeordneter der AfD-Fraktion hat die Erbschaftssteuer in unfaire Doppelbesteuerung, da sie bereits versteuertes Kapital erhoben werde, Wohlstand und Wachstum schafft man nicht durch Umverteilung, sagt Gottschalk. Deutschland sei das Land mit den zweithöchsten Steuern, das ist richtig. Sie schaffen Armut. Ja. Warf Gottschalk der Koalition vor, weitere Steuerung sei ein Gift für den Mittelstand. Das stimmt wahrscheinlich. Seit 2008 seien die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer nicht erhöht worden. Keine Steuern mehr zahlen muss, was natürlich den absolut Reichsten in die Karten spielen würde. Aber andererseits findet die AfD einen Mindestlohn von 12 Euro zu hoch. Was? Dazu will die AfD. Andererseits findet die AfD einen Mindestlohn von 12 Euro zu hoch. Finden Sie das wirklich? Das wäre okay. Echt reingeschissen. Das wäre echt reingeschissen, also, aber wir haben ja. Euro ist schon hart, ja, auf jeden Fall. Wie soll ich. Das wäre echt drecksvereinmäßig. So, wir gehen einfach mal in das AfD-Wahlding rein und gucken einfach mal, was die zum Mindestlohn schreiben. Gar nichts anscheinend, bin ich dumm. Ach nee, warte, das ist nur ein Bild. Such ein Bild nach Mindestlohn. Hier, Programm für Deutschland. Wir gucken einfach mal.
Mindestlohn. Haben wir da? Mindestlohn beibehalten, Seite 36. So, guck mal, da gehen wir hier hin. Gehen einfach mal chillig auf Seite 36 und gucken uns das Ganze hier doch mal sehr, sehr Dings an. Mindestlohn beibehalten. So. Der gesetzliche Mindestlohn ist der wesentliche zu einem Marktwert verbunden. Er korrigiert im Bereich der Interessen der Arbeitgeber. Er schützt ja auch gezielte Massen, den ganzen Lohndruck, insbesondere laut der Mindestlohnexistenz. Okay, die schreiben aber nichts über die Höhe auf jeden Fall hin. Nur, dass der halt beibehalten werden soll. Wie hoch ist denn der derzeit? Ist der gerade bei 12 Euro? 12,36 Euro oder 14? 12 Euro irgendwas? Was? Ja gut. Ein gesunder Markt bräuchte keinen Mindestlohn, hat nämlich Regeln und Grenzen. Naja, V35, wer hat das gesagt? Jetzt tut mir leid, wenn ich hier euch zu viel gucke, aber mich interessiert das wirklich. SPD Sachsen, ach so, das ist dieser Beitrag, den er da auch als Quelle nimmt. So, wer in Sachsen einen höheren Mindestlohn von 12 Euro will, wählt SPD. So, haben wir das Scholz die Chance, die stärkste Kraft zu werden, AfD zu verhindern. Die neuesten, ein Mindestlohn von 12 Euro bedeutet, als André der Scheiße sagt, Lohnsteigerung. CDU, FDP und AfD dagegen lehnen einen Mindestlohn von 12 Euro ab. Besonders die AfD hat offensichtlich kein Interesse daran. Warum besonders die AfD? Sie sagt es nicht laut, aber neben der Ablehnung des Mindestlohns von 12 Euro, wir sehen in ihrem Steuerrecht Reiche massiv entlasten. Gut. Mein Geringverdiener, ja gut, aber da wurde jetzt nicht mal einer von der AfD oder sowas zitiert. Also das ist einfach ein Beitrag, wo halt steht, dass die dagegen sind, aber steht auch bei den anderen Parteien nicht da, was genau die gemacht haben. Da ist jetzt halt nur ein Post, den wir uns natürlich auch angucken können. Okay, also einfach. Warum ist denn aber die AfD gegen Mindestlohn? Also wo standen das jetzt konkret, dass die den runterschrauben wollen? Haben die jetzt da schon abgestimmt? Oder in dem Artikel steht keine Quelle für die Aussage, dass die AfD Mindestlohn nicht will. Was nutzt TJ für Quellen? Also ich check's gerade auch nicht. Was? Dazu will die AfD Spitzenverdiener noch weitere... Hilft vor, sich auf die beiden großen Steuern, Umsatzsteuer und Einkommensteuer zu konzentrieren und etliche andere Verbrauchsteuern auf Bundesebene zu streichen. Auch die Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer, die Vermögensteuer, finde ich super. Sage ich euch ganz ehrlich, bin ich absolut dabei. Ich glaube, ich musste Grunderwerbsteuer für mein Grundstück 30.000 oder sowas zahlen. Steuersenkungen geben, aber wollen auf der anderen Seite für... So, 2020 und 2021 gibt es 0 Euro Entlastung, 20 Euro mehr pro Reiche. Für einen Teil der Bürgergeldempfänger dieses... V37, gucke ich hier auch mal ganz kurz, Beispielrechnung vom BR. 15 Stunden Pflichtarbeit, das ist schwierig auf jeden Fall. Welche Partei will Familien am meisten helfen? Lassen wir Union FDP, aber was, also da fehlt mir, was genau wollen die denn, was genau ändern die denn dann oder was genau ändern die nicht oder war das jetzt das, was er gezeigt hat mit den ganzen Steuern? Nach 6 Monaten nicht mehr zahlen. Ist dir aufgefallen, also, wenn du Videos von TJ guckst, wirst du auf einmal zum Anzeigenhauptmeister? Dann werde ich zum Anzeigenhauptmeister, absolut. Mir fehlt auch der Zollstock, der gleich rausgeholt wird. Teil der Bürgergeldempfänger, dieses nach 6 Monaten nicht mehr. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig mit irgendwie der Pflichtarbeit auf jeden Fall. Ne? Also klar, man könnte sagen, okay, ne, die kriegen ja schon Geld vom Staat und machen halt gar nichts dafür. Ja, ich finde aber, du kannst halt, ich sag mal, du solltest die Leute dazu ermutigen, dass die halt einen Job finden. Ne? Da gibt es ja auch Maßnahmen von der AGE beispielsweise, dass man so Bewerbungstraining macht, dass man sich generell bewirbt, dass du Stellen vorgeschlagen bekommst und so weiter. Samo, dankeschön für den Prime-Sub. Für mich ist sowas halt einfach eine Umgehung des Mindestlohns so. Also ich finde, wenn es Pflichtarbeit gibt, dann sollte die auch bezahlt werden auf jeden Fall. Mindestens mal mit dem Mindestlohn, dass man sich dann quasi wenigstens auf dem Wege irgendwie was dazu verdienen kann oder so. Mehr zahlen. Also Reichen mehr Steuern nehmen und Ärmeren Steine in den Weg legen, ist so ungefähr das Gegenteil von Mittelstand. Ja, aber wo denn jetzt? Hey, ich verstehe nicht, was... Was, also ich weiß jetzt nach dem Video nicht, warum Leute, die weniger Geld verdienen, mehr zahlen müssen. Lasten. Aber das kommt halt eben auf Reden und Plakaten nicht so gut an. Und das absolut krasse an der Sache ist, die Politik, die AfD bestrebt zu machen, würde neben Migranten vor allem den eigenen Wählern schaden. Und dafür hat sie übrigens... Ich wollte es erst nicht machen, aber jetzt gucke ich doch mal rein. Vor allem den Anteil Arbeitslose, nicht Sozialversicherung, Arbeitslose und unter AfD-Wählern insgesamt... Ach, in Prozent, okay. Ja, mal sehen. Und dafür hat sich übrigens schon der Begriff AfD-Paradox etabliert, weil es gibt mehrere Artikel. Dort steht klar, dass die AfD gegen einen Mindestlohn von 12 Euro gedingst hat. Okay, hier, guck mal, jetzt haben wir doch hier mal eine schöne Quelle bekommen. So, Mindestlohn 22. Was genau wurde hier denn abgestimmt? Sehen wir hier die Debatte?
Abstimmungsergebnis entsetzt zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn zu einer im Bereich geringfügigen Durchsagen. Ja gut, müssen wir uns jetzt komplett angucken, aber wir sehen hier auf jeden Fall, die AfD hat sich enthalten. Klug, die wussten nämlich, dass das durchkommt und damit die nicht Nein machen müssen, haben sie sich einfach enthalten. Mit der CDU übrigens auch zusammen, ne? Aber die haben, warum macht denn die Linke da Nein? Hä, das checke ich nicht. Die Linken sind doch eigentlich genau für sowas, oder nicht? Naja. Fischi. Müsste man sich jetzt angucken, für was überhaupt genau abgestimmt worden ist. Ökonomen rechnen nach. Als erstes schadet die AfD ihren eigenen Wählern. Vor allem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das ganz gut dargestellt. Ah, für die Linke ist das zu wenig. Okay, das kann natürlich sein. Die Erklärung dazu wäre jetzt viel zu viel für so ein Video hier. Aber lest euch selber sehr, sehr gerne durch. Deswegen können wir auch eigentlich auf die Liste packen, dass die AfD vor allem Politik gegen den eigenen durchschnittlichen Wähler macht. Naja, das wird mir jetzt nicht so gezeigt, und aber... auch schadet. Und ich finde das krass. Also vor den Recherchen hier dachte ich auch, okay, sind rechtsextremistische Faschisten in der Partei, werde ich niemals wählen. Aber für das deutsche Volk, für den kleinen Mann, sind sie ja bestimmt da. Aber nee, so gar nicht. Wisst ihr, was übrigens auch nicht gut für das deutsche Volk ist? Wissenschaftsfeindlich zu agieren. Denn nicht nur, dass die AfD der Wissenschaft nicht glaubt, sie handelt exakt gegensätzlich zu dem, was alle Wissenschaftler weltweit... Okay, also hier in dem Punkt kann TJ ja eigentlich nichts falsch machen, weil er einfach nur wissenschaftliche Arbeiten zitieren muss und das kann man ja kaum falsch machen, oder? Und wie gefährlich das ist, zeige ich euch jetzt. Man kann jetzt wirklich nichts falsch machen. Erinnert euch noch an die AfD-Politik in der Corona-Zeit? Dort waren sie ja immer gegen Masken, gegen Einschränkungen und vor allem... gegen Merkel! Gegen egal ob große Koalition oder auch andere. Komm bitte, aber was TJ, ist, wenn bitte. Vor allem der Punkt gegen das, was die Regierung sagt, wichtig ist, weil es sonst vielleicht einen oder anderen potenziellen Wähler verschreckt hätte? Denn am Anfang von Corona, als die Bundesregierung noch nichts gemacht hat, war die AfD für ein strengeres Eingreifen. Was? Wollt ihr ein Eis? Nee. Der Bundesregierung. Kann ich was anderes lutschen? Dort gab alles weiter noch von sich. Nichts zu der Bundesregierung hätte drei Bundesländer der Menschen. Die stellvertretende Bundessprecherin, Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundesfraktion, fordert die Bundesregierung auf, konkrete Schritte zum Schutz der Menschen bezüglich des Coronavirus einzuleiten, statt Handlungsempfehlungen zu geben. Ich fordere die Bundes- und Landesregierungen auf, dem Beispiel vieler europäischer Länder zu folgen und endlich die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten. Das Handeln der Politik ist fahrlässig und gefährdet Leib und Leben der Menschen in unserem Land. Oder eben auch, die Regierung unternimmt nichts, um die Risiken für die Bevölkerung zu minimieren. Sie waren da eben gegen nur Empfehlungen, dementsprechend für klare Regeln und Maßnahmen. Die AfD in Halle forderte sogar laut Du bist Halle schon im März eine Maskenpflicht. Aber als die Bundesregierung dann genau das getan hat, also es Maskenpflicht für Ärzte, Supermärkte und Co. gab, als es Impfstoffe gab, als es konkrete Pläne gab, die Corona bekämpfen sollten, wissen wir alle, wie sie dann drauf waren. Einige AfD-Bundestagsabgeordnete. Also die Corona-Politik bei AfD, ich habe das so halbwegs mitbekommen, die war teilweise vorgewählt. Also die waren immer genau ja, das. Ja, die waren immer dagegen. Die waren immer genau dagegen. Ja, ja, safe. Da hat er mal einen Punkt, endlich. Dankeschön. Ja! Die Krankheit gibt es in Statistiken, aber nicht in der Realität. Andere Politiker erfanden Fakten, um gegen die böse Impfung zu wettern. Unangenehm wurde es etwa kürzlich für die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel, als sie in einem TV-Interview kurzerhand Fakten erfand. Sie haben, als die Regierung den Ernst der Lage erklärt hat, Corona komplett runtergespielt. Und das wirkt ja schon ein bisschen anders als am Anfang, oder? Naja, aber kann es sein, dass die Wissenschafts- und Regierungsfeindlichkeit auch daher kommt, da es bei den Wählern einfach gut ankommt? Es gibt nämlich eine Umfrage des WSI, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut. Und die haben herausgefunden, dass AfD-Wähler schon mal grundsätzlich weniger Vertrauen in alles haben. In Gerichte haben die zum Beispiel nur 18% Großvertrauen, Wähler anderer Parteien sind dabei 56%. In öffentlich-rechtliche Medien nur 6% Großvertrauen, andere liegen dabei 38%. Und in die Bundes... Das ist aber auch peinlich, ne? 38% in den öffentlichen Rundfunk ist schon peinlich für unser Land. Sind so 3% Großvertrauen, wohingegen es bei Wählern anderer Parteien das ist zumindest auch noch schlimmer. Sind. Also natürlich kann es kompletter Zufall sein, dass bei öffentlich wirksamen Themen die AfD einfach nur immer gegen die Regierung ist. Aber ich wollte es einfach mal in den Raum geworfen haben, dass es natürlich auch nicht schlecht bei den Wählern ankommt. Und auch beim Thema des menschengemachten Klimawandels sieht es genau gleich aus. Denn dort ist die AfD immer für genau das Gegenteil, was die Regierung plant und umsetzen möchte. Deshalb ziehen die auch immer die ganzen Verschwörungstheoretiker an. Also das haben wir ja auch immer auf den Demos immer belächelt. Also wie viele komische Vögel waren da dabei? Ja, ja, safe. Merkel! Merkel, die Satanistin. Ja, Dankeschön für den Themonster, was? Merkel war doch eine Satanistin. Die haben doch Fotos hochgehalten mit so Postern, wo sie draufgeklebt haben, Merkel ist eine Satanistin. Die Menschen machen Klimawandels, fängt schon damit an, dass sie kollektiv der Wissenschaft nicht glauben. So meint dieser AfD-Landtagsabgeordnete das hier zum Beispiel. Die Grünen sagen immer, man soll beim Klima auf die Wissenschaft hören. Es sind aber die gleichen, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Von Beleuchtung hat er noch nie gehört, der Typ. Um die Debatte soll es aber auch nicht gehen. Aber auf was sollst du denn sonst bei einem wissenschaftlichen Thema hören, als auf die Wissenschaft?
Dazu, um einmal alle abzuholen, ob die AfD an den menschengemachten Klimawandel glaubt oder nicht, kann man folgende Antworten eigentlich repräsentativ nehmen. Sie sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht? Mhm. Es gibt dafür in der Tat keinen Nachweis. Wie hältst du es denn mit dem menschengemachten Klimawandel? Gibt es den? Ich denke nicht, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Wir sagen Schmerzen, das ist natürlich völliger Quatsch. Und wer sich jetzt schämt, mal so eine Partei vielleicht gewählt zu haben, egal, beim nächsten Mal wählen einfach nochmal überdenken. Aber TJ, die sind sich ja wohl sehr sicher, dann werden die das ja wohl im Parteiprogramm oder auch in Talkshows sehr gut erklären können, oder? Oder? Ja, wie die AfD versucht, ihren Wählern im Parteiprogramm zu erklären, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, gucken wir uns jetzt an. Oh nein, jetzt geht er wieder in den Wahlprogramm. Die AfD verrät für ihre Wähler so oft die Fakten, dass ihre Meinung sich mit der Wissenschaft deckt. Das ist echt wild, weil im Parteiprogramm sagen sie, ich zitiere, im 20. Jahrhundert stieg die globale Mitteltemperatur um etwa 0,8 Grad. Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es jedoch im Widerspruch zu den IPCC-Prognosen keinen weiteren Anstieg, obwohl in diesem Zeitraum die Kohlendioxidemissionen stärker... Es wird doch immer wärmer, oder? Sie beziehen sich da auf diese Grafik hier und da sieht es ja wirklich aus, als wenn die Temperatur nicht steigen würde. Das Ding ist, was die AfD aber bis heute nicht verstanden hat, beziehungsweise, ich glaube, sie haben es schon verstanden, wollen es aber verschleiern, ist, dass man im puncto Klima sich nicht nur ein paar Jährchen angucken muss. Weil wenn man diese Grafik hier einfach mal ein bisschen aufzieht, sieht schon wieder ganz anders aus, ne? Und wenn man dann vielleicht noch eine Grafik mit CO2-Wert dazu zieht, sieht es nochmal anders aus. Aber anstatt die kompletten Datenlage zu zeigen, zeigen sie einfach nur diesen kleinen Mini-Ausschnitt, der sich irgendwie mit ihrer Meinung deckt. Gut, mit Wissenschaft hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, die eigene Meinung. Ja, würde ich mir jetzt erstmal zustimmen. Gibt es denn aber irgendwelche Wissenschaftler, die sich auf der Seite der AfD befinden? Das hat man mehrfach versucht rauszufinden und verschiedene AfD-Politiker befragt. Fangen wir erstmal bei Guido Reil, bei Markus Lanz an. Wie kommen Sie auf die Idee, dass man den Klimawandel aus guten Gründen bezweifeln kann? Was sind diese guten Gründe? Also weil wir tatsächlich glauben, dass es wissenschaftlich nicht einen einzigen Beweis gibt. Also einen Klimawandel gab es schon immer. Vor 800 Jahren war Grönland grün. Kurzer Einwurf meinerseits, Grönland war vor 800 Jahren nicht wirklich grün, sondern eher so vor 800.000 Jahren. Oh. Ach, Digga, mal 2-0 vergessen, 3-0. Mein Gott, Junge, Korinthenkackerei hier. Der Moment, wenn man wie TJ recherchiert. Da hat er mal kurz den TJ gemacht. Das kann ja mal passieren beim Thema Wissenschaft. Also der Klimawandel sich, aber welcher Einfluss Menschen tatsächlich darauf haben und welcher Einfluss CO2 darauf hat, ist wissenschaftlich in keinster Weise bewiesen. Wieso sagen Sie das? Oh, da stand doch Eisen. Sagen Sie das? So dezidiert, so klar. Also haben Sie Leute, die sagen, Wissenschaftler, ernstzunehmende Leute, die sagen, da gibt es gute Gründe daran zu zweifeln. Das kann man, diese Kausalität gibt es nicht. Gute Wissenschaftler, die das sagen? Nennen Sie einen Namen. Also das Klimathema ist jetzt nicht mein Thema, ich bin Bergmann. Ich kann Ihnen über Kohle erzählen. Also er kommt mit dem Argument. Okay, das ist die beste Sache. Das ist auch nicht mein Thema, ne? Gute Wissenschaftler gibt, die daran zweifeln, aber kann absolut niemanden nennen. Ja, liegt vielleicht daran, dass es einfach keinen gibt. Aber okay, er ist ja auch nur Bergmann. Fragen wir doch mal den energiepolitischen Sprecher der AfD. Der sollte sich ja wohl ein bisschen besser auskennen, oder? Steffen Kontré versucht jetzt gleich... Es gab doch in der Corona-Zeit auch diesen einen Schwurbeldoktor, auf den sich jeder berufen hat. Diese ganzen Verschwörungstheoretiker haben sich auf diesen Dr. Bhakti oder so, wie der hieß, berufen. Einzeln Chat, wenn ihr euch noch an diesen Dr. Bhakti erinnern könnt, der die ganze Zeit nur Bullshit erzählt hat. Oder viel Bullshit, ich weiß nicht, ob es nur Bullshit war. Aber ey, das war auch so unangenehm. Boah, die haben sich alle auf den berufen. Okay, da sind die Einsen. Genau. AfD zu vertreten, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei. Das fing damit an, dass Kontré erstmal die Glaubwürdigkeit des IPCC-Reports anzweifelte. Also nochmal zur Erinnerung und ganz vereinfacht erklärt, die Sammlung aller wissenschaftlicher Ergebnisse, tausender Wissenschaftler und wissenschaftlicher Arbeiten mit Kontrollinstanzen, stetiger gegenseitiger Überprüfung und der Einbehaltung wissenschaftlicher Standards und so weiter. Es gibt durchaus Menschen, Leute, die am wissenschaftlichen oder am Bericht des IPCCs mitgearbeitet haben, die sich heute davon abwenden. Da gibt es verschiedenste Namen. Wer? Das spielt keine Rolle. Lüning zum Beispiel. Das spielt eine Rolle jetzt gerade hier. Ja, Lüning zum Beispiel. Und viele andere auch. Wir müssen uns da gar nicht verengen. Doch. Lüning arbeitet aber. Also Namen kann ich jetzt nicht nennen, das sind halt so viele. Also. Aber dazu muss man sagen, mit Markus Lanz ein Gespräch zu führen, ist recht anstrengend. Also das muss einfach dazu sein, wenn der Board ja, ganz aber genau nachfragt. Halt, du musst halt schon Namen kennen, Alter. Also du kannst da nicht hingehen und sagen, ja, es sind ja auch viele weggegangen, dann musst du dich da auch auskennen. Also. Ob es da einen kleinen Interessenkonflikt gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Später nennt der energiepolitische Sprecher der AfD aber wirklich noch einen Wissenschaftler, der sein Argument bestärken soll. Welcher Wissenschaftler sagt Ihnen, ernstzunehmender Wissenschaftler, dieser Klimawandel, der gerade stattfindet, ist nicht menschengemacht? Wie die Kamera auch langsam ranzoomt. Nehmen wir zum Beispiel den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Gut, der ist jetzt nicht wirklich in der Klimaforschung aktiv, aber er ist wirklich ein Nobelpreisträger und auch ernstzunehmender Wissenschaftler. Ach, Digga, verschränkte Protonen, die sollen sich mal ein bisschen locker machen. Aber was hat denn der gesagt? Also Herr Zeilinger hat eben gesagt, dass sich die Wissenschaft nicht sicher sein kann, die Zukunft vorherzusagen mit Sicherheit. So, das ist ja ein ganz allgemeingültiger Satz. Und erstmal ja, Wissenschaft ist keine Wahrsagerei.
Das Ding ist nur, derselbe Wissenschaftler, der scheinbar sehr vorsichtig mit Vorhersagen ist, ist genau derselbe Wissenschaftler, der 2017 auf die Straße gegangen ist, um gegen Klimaleugner, um gegen Leute wie die AfD zu protestieren. Jetzt kurz, ganz kurz, der Nobelpreisträger, den Sie gerade zitiert haben, ne? Der Quantenphysiker. Kollegen in der Regie haben das gerade recherchiert. 2017, zusammen mit anderen, auf die Straße gegangen, weil er sich Luft machen wollte, weil er sauer war über Klimaleugner. Dieser Blick, ja, du, dieser Blick ist da so du, Wichser. Das ist aber auch mies. Ja, es wurde gerade im Hintergrund nochmal gecheckt. Sie haben Scheiße gelabert, tut mir leid. Aber das, muss ich sagen, ist halt mega. Ich gucke Markus Lanz halt nicht, aber das finde ich cool. Wenn man schon solche Leute einlädt, dass man auch Personen hat im Hintergrund, die dann nochmal checken, was da halt gesagt wird. Weil wenn sich Lanz da nicht damit auskennt, dann kommt er mit sowas halt einfach durch. Und das ist halt super. Und nochmal, und ganz, ganz kurz, das ist genau das, was öfters passieren muss. Genau diese Sachen, weil die Problematik ist immer, wenn man so einhergeht und sagt, hier mit rechten Leuten oder mit der AfD reden wir pauschal nicht, dann verstärkt man die noch in ihren Wahnsinn. So, dann kommen die mit der Argumentation in ihrem Kopf, oho, die wollen nicht mit uns reden, wir müssen Recht haben. Ja. Aber wenn man die so einlädt, ne, und die dann so fertig macht und im Nachhinein noch einen mitgibt, das bleibt hängen. Ja, das bleibt hängen und das ist die perfekte Werbung, die die AfD braucht. Ja. Einfach mal ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Weißt du? Jetzt sind wir natürlich in den Was würdest du jetzt antworten? Der ich würde sagen, auch, verteidigen. Dr. Bhakti. Ich würde sagen, naja gut, heutzutage, da wurde halt irgendwie falsch zitiert. Das ist ach, schwierig, daraus zu kommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Es scheint fast so, als könnte die AfD. Hey, was hat er geantwortet? Ich will wissen, was er geantwortet kein hat. Kein einzigen Wissenschaftler und kein einziges Moment für ihren Standpunkt nennen. Aber okay, eine Chance geben wir noch. Können Sie auch nur einen Wissenschaftler nennen, der irgendwie auf Ihrer Seite ist? Sie sind energiepolitischer Sprecher der AfD. Richtig. Sie beschäftigen sich mit diesem Thema. Deswegen, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, nochmal die Frage, wer sind die Wissenschaftler, auf die Sie sich berufen? Wir müssen mal das Gesamtbild betrachten, Herr Lanz. Ja gut, da kommt nicht mehr so viel. Vielleicht ist er ja auch nur ein Bergmann. Das Problem ist aber eigentlich ganz klar. Auf der einen Seite haben wir... Ist mir ein bisschen zu früh geschnitten. Ich hätte gerne die Antworten gehabt. Tausende Wissenschaftler, die ihr komplettes Leben damit verbracht haben, wissenschaftlich und faktenorientiert zu arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die wissenschaftliche Themen für ihre eigenen politischen Ziele verdrehen. Besonders seit die AfD... Ich glaube an Gott, nicht an den Klimawandel. Sehen wir, oder? Die Art, wie wir über bestimmte Themen... Okay, das ist das jetzt Video. Kommt so zu. Boah, 35 Minuten, aber so bestimmt. Weiß man, welche Stelle das ist? Nobelpreis. Kennen Sie von relativ? Vor zwei, nee. Von ich kenne ihn nicht aus der Ozeanograph. Was ist? Dankeschön, OG. Ich habe leider keine Antwort. Die Diskussion ist eine Antwort. Diese Fragen eigentlich mit den Sonnenaktivitäten. Wir müssen uns fragen, das geht auch aus Physikern. Wie hoch ist der Einfluss von CO2? Physiker, ne? Ja, der ist Quantenphysiker. Der ist Quantenphysiker. Wie hoch ist der Einfluss von CO2? Stellen Sie mal vor, Sie liegen auf Boot. Angeblich festgegangene Klima mit den Daten, die wir... Wenn es Transkript eingeben, Digga, ich bin doch hier kein Wissenschaftler, Alter. Falls einer das weiß, wo das ist, dann sagt uns mal Bescheid. Verändert hat. Weil ich darum, muss auch gucken wegen Rechte und so. Leuten, die wirklich Ahnung haben, nicht mal zu glauben und stattdessen Zweifel zu sehen. Ey, und es funktioniert. Die AfD haben mehr Leute, die der Wissenschaft nicht glauben, als alle anderen Parteien. Wissenschaftsskepsis, so. Also Stimme eher zu ist... Also stimmt der Wissenschaft zu oder was? Und das stimmt nicht zu. Ja, das ist schon auffällig. Und selbst wenn die AfD wirklich all dem glaubt, was sie von sich gibt, dass sie das nicht nur für ihre eigene Ideologie so sagen. 21:52. Jetzt kommen wir mal auf den spannenden Punkt. Ganz kurz. Ja, bitte. Erst 2017, Kollegen in der Regie haben das gerade recherchiert, 2017 zusammen mit anderen auf die Straße gegangen, weil er sich Luft machen wollte. Ich geh mal runter, wegen Rechten. Mit Videos ist meistens schwieriger. Mr. Bars, dankeschön. Sie gerade als Kronzeugen zitieren. Klimaneuerung ist ja. Ich weiß nicht, wen Sie damit meinen. Also ich auch nicht. Komm, ich muss jetzt kurz nachdenken. Also die, aber ich habe eine Idee. Darüber streiten. Sie haben gerade Herrn Zeilinger hier als Argument in die Runde geworfen. Ich habe zitiert. Wollen wir nochmal zurückspulen? Dann hören wir uns das mal an. Was haben Sie denn zitiert? Was haben Sie denn zitiert? Haben Sie nicht zugehört? Herr Zeilinger, was hat Herr Zeilinger? Naja, okay, ganz weird. Ich kann deswegen recht nicht weitergucken, aber ja, das hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Peinlich. Umso krasser, wie eine Partei so wissenschaftsfeindlich denken kann und lieber auf ihre kleinen Bauchgefühlchen hört. Und was man bei dem Punkt auch schnell vergisst, ist es auch verdammt gefährlich, so drauf zu sein. Weil ich glaube, man hat so ein bisschen vergessen oder einfach nicht mehr auf dem Schirm, was passiert, wenn wir die Klimakrise weiter so vorantreiben wie jetzt gerade.
Schon wieder Zerstörung der AfD. Das damalige Rezo-Video nicht mehr im Kopf haben. Hier einmal die wahrscheinlichsten Prognosen. Denn es wird nicht einfach nur ein paar Grad wärmer an manchen Tagen. Der Klimawandel hat massive Einflüsse auf unser Leben. Die folgenden Zahlen und Fakten habe ich übrigens aus dem neuesten IPCC-Report. Also, wie gerade erklärt, kaum etwas wird so doll auf seine Richtigkeit kontrolliert wie dieser Report. Also, wenn man etwas Glauben schenken kann, dann dem. Aktuell haben wir eine Erderwärmung von ca. 1,1 Grad. Diese fördert jetzt schon ein Massensterben von unzähligen Tierarten. Das letzte Massensterben hatten wir übrigens vor 66 Millionen Jahren. Damals kam also ich finde es gut, dass er auf das Thema aufmerksam macht, aber im Zerstörung der AfD-Video so ein ganzes Kapitel, wie schlecht der Klimawandel ist? Ja, gepasst, das ist nicht ganz passend auf jeden Fall. Dazu nehmen jetzt schon alle Extremwetterereignisse zu. Landstriche gehen gerade unter, es wird mehr Dürren geben, es wird mehr Flugkatastrophen geben und so weiter. Das passiert gerade bei 1,1 Grad Erderwärmung. Und die Politiker haben damals im Pariser Abkommen beschlossen, dass wir die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad beschränken müssen. Bei 1,5 Grad wird übrigens alles einfach noch schlimmer als gerade. Also noch heißer, pro Jahr tausende Hitzetote allein in Deutschland, mehr Flutkatastrophen. Das Ding ist aber, diese 1,5 Grad sind, wenn sich nicht jetzt sofort alles ändern würde, eigentlich nicht mehr erreichbar. Und wir steuern gerade sehr direkt auf die 2 Grad zu. Und ab da wird es ziemlich eklig, weil alle Extreme werden nicht nur noch extremer, vor allem die Klimaflüchtlinge, die wir ja auch in Deutschland aufnehmen müssten, werden deutlich zunehmen. Kommen wir aber gleich noch zu. Und auch die Kosten für die Schäden werden alles Erdenkliche sprengen. Was auch richtig cool ist, bei 2 Grad kommen auch so langsam die sogenannten Kipppunkte zum Einsatz, die alles noch viel, viel komplizierter machen. Weil bei 2 Grad kommen auch so langsam die sogenannten Kipppunkte. Ostarkanischer Eisschild kollabiert, Arktis im Winter eisfrei. Wir sind gerade bei grönländischer Eisschild. Westarktisch, ach Digga, ich kann nicht mehr lesen, okay. Ich wollte nur mal gucken, was da so abgeht. Die alles noch viel, viel komplizierter machen. Weil der Klimawandel läuft halt eben nicht linear ab, sondern eben in Phasen. Und da diese auch noch verzögert sind, ist es halt eben sehr schwer zu prognostizieren, was alles passieren wird. Einer dieser Kipppunkte ist das Schmelzen der Polarkappen. Ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen einfach eine große Welle auslöst, sollte ja einmal beginnen. Ähnlich verhält es sich mit dem Permafrost in Sibirien. Wenn er taut, setzt er große Mengen an Methan und Kohlenstoff frei, was die Klimakrise weiter vorantreiben würde. Sollten diese natürlichen Barrieren übrigens brechen, oder eher gesagt schmelzen, löst das einen Teufelskreislauf aus, den wir alle nicht erleben wollen. Aber was passiert, wenn es noch heißer wird? Bei 3 Grad wird es nicht nur Dürren geben, nee, große Mengen der Menschheit werden an Hungersnöten leiden. Hitzewellen werden zu einem globalen Problem, Ökosysteme werden weiträumig zusammenbrechen, Hurrikane, Brände, Flutkatastrophen, alles nimmt zu. Ach, und hunderte Millionen werden auswandern. Wie lange denkst du, wird die Menschheit noch existieren? Das wird uns TJ gleich sagen. Ich würde sagen, bis 4 Grad. Sie wollen? Bis 4 Grad? Weil sie könnten uns jeden Tag halt umbringen, ne? Mal gucken, ob wir es irgendwie noch schaffen, mal zusammenzuarbeiten, ne? Aber da, wo gut sieht's ja eigentlich nicht aus. Leben es dann teilweise einfach nicht mehr gibt. Wenn ihr jetzt schon denkt, wir hätten eine Flüchtlingskrise, ja lol, nicht nur ein paar Millionen werden nach Europa kommen, nee, hunderte Millionen werden dann nach Europa kommen. Und an die AfDler, die denken, ja, wir könnten die dann einfach wieder zurückschicken. Ja lol, das geht dann nicht mehr, weil da, wo die herkommen, gibt es dann nicht mehr. Und vor allem, wenn man Flüchtlinge im eigenen Land nicht so geil findet, wäre der effektivste Weg gegen sie, gegen den menschengemachten Klimawandel vorzugehen, ja, lol, zu leugnen. Das Ding ist, es geht ja aber natürlich noch schlimmer, weil bei spätestens 4 bis 8 Grad kommen wir in eine Spirale, die man nett gesagt auch Apokalypse nennen könnte. Da wären Großteile der Menschheit nicht nur hungrig, sondern wahrscheinlich auch tot und der Planet wäre nicht mehr wiederzuerkennen. Das sind alles Szenarios, die kommen können. Wir haben den Planeten schon echt gut auseinandergenommen. Viele Dinge sind irreversibel, also nicht mehr rückgängig zu machen. Und da sollte ja unser aller Bemühen sein, nicht noch mehr irreversibel kaputt zu machen. Aber wisst ihr, was die AfD möchte? Deutscher Bundestag, September 23. Für die AfD gilt, Klimaschutz ein politischer Kampfbegriff, das Klima lässt sich nicht schützen. Der menschliche Einfluss auf das Klima ist ein richtig dämlicher Take. So steht es im Antrag der AfD-Fraktion. Darin fordern die Abgeordneten der AfD die Bundesregierung auf, alle internationalen Abkommen und Vereinbarungen, aus denen sich für die Bundesrepublik Deutschland Verpflichtungen mit Bezug auf den Klimaschutz oder die Reduzierung von CO2-Emissionen ergeben, schnellstmöglich und ersatzlos zu beenden und keine künftigen Verpflichtungen mehr hierzu L-Take. Die Wissenschaft sagt ganz das ist tatsächlich auch das Argument, was ich am meisten bringe. Wenn mich irgendwer fragt, warum ich nicht AfD wähle, sage ich immer, ey, die glauben nicht mal daran. Also die erkennen nicht mal an, dass der Klimawandel da ist. Also ja. dass die also doch schon, aber nicht, dass der Menschen gemacht ist. Ja. Das ist ja klar. Also die ist ja wissenschaftlich evident. Also 99% der Wissenschaft ist sich locker einig. Ja, safe. Zerstören. Wir werden uns töten, wenn wir nicht deutlich mehr handeln. Es wird zu einer richtig ekligen Spirale kommen, wenn wir nicht mehr tun. Das ist keine Meinung, das ist wissenschaftlicher Konsens. Und ja, die aktuelle Regierung unternimmt auch laut der Wissenschaft immer noch zu wenig. Aber die AfD ist ja so auf dem Grind. Ja, lass uns alle klimaschützenden Maßnahmen einfach beenden, weil menschengemachter Klimawandel? Nee, das sind Fake News. Ich komme nicht drauf klar, wie man so sein kann. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu Dutzenden Millionen Klimaflüchtlingen allein in Deutschland führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu vermehrten Hungersnöten, Waldbränden und Flutkatastrophen führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu tausenden Hitzetoten allein in Deutschland führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu Ressourcenkriegen und Nahrungsmangel führt, dann wählt man die AfD!
So, ich gehe jetzt die AfD wählen. Wenn man die doch möchte, dass wir, unsere Kinder... Dazu muss man aber sagen, selbst wenn man die AfD wegcanceln würde, selbst dann würde es wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, oder? Weil Deutschland, also Deutschland, klar, ist so ein Vorreiter, aber selbst wenn Deutschland perfekt auf Kurs wäre... Selbst dann würden wir es bei weitem nicht schaffen. Ja gut, man kann aber dann als Industrienation zumindest halt zeigen, dass es auch ohne geht, ne? Die anderen halt mitziehen. Wenn wir jetzt so klimaneutral werden und die Wirtschaft trotzdem gut läuft, dann wäre das ein Zeichen auch an andere große Länder, dass man es halt auch so packen kann, ohne irgendwie 1000 Kohlekraftwerke und sowas zu haben. True, aber dazu muss man sagen, andere Länder sind ja teilweise schon weiter als wir, ne? Also China wird ja immer sehr viel kritisiert, aber pro Kopf haben die weniger. Ja. Dann glaubt man der Wissenschaft und die AfD sollte für nichts und niemanden auch nur irgendwo eine Alternative darstellen. Die AfD. Ja, die Wirtschaft läuft aber auch aus anderen Gründen. Für den sicheren Untergang Deutschlands. Lol, manche Teile würden wirklich ein bisschen schneller untergehen. Ja, aber da wohne ich nicht. Es gibt natürlich noch massiv viel mehr Themen, die man bei AfD und Wissenschaftsfeindlichkeit anführen könnte. Ich wollte schon mal ein Grundstück am Wasser. Von daher ich würde vorher auf jeden Fall da rumtindern und gucken, was so geht. Rein. Aber die Zeit mal gucken, was so angeschwemmt kommt. Jo, ich habe gehört, dein Haus ist bald unter Wasser. Also ich hätte auch eins. Ich habe mir ein heißes Mädel geangelt. Das Wort ist. Kleinen Teil. Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Angst vor allem, was nicht pur deutsch ist. Weiter geht's. Beim Thema der Menschenfeindlichkeit zählt doch eigentlich der komplette wissenschaftsfeindliche Part mit rein. Eine Meerjungfrau mache ich zu einer nicht mehr Jungfrau. Um den Planeten kaputt zu machen, würde ich schon ein bisschen als menschenfeindlich betiteln. Aber die AfD ist nicht nur über die Zerstörung des Planeten menschenfeindlich. Nee, das sind sie auch sehr direkt. Und natürlich geht es da viel um Rassismus, aber auch eben um andere Themen wie Homophobie. Aber was sagt die AfD denn dagegen? Sie sind erstmal natürlich gegen die Ehe für alle. Die Ehe für alle macht gesellschaftlich keinen Sinn. Homo-Ehe für Flüchtlinge nicht mit uns. Hä? Das macht so gar keinen Sinn. Das ist ein Plakat mit alles Weine drauf. Hä, ist das echt? Hä? Also, wenn ihr deutsch seid und homosexuell, klar, heirate gerne, aber die beiden Flüchtlinge da dürfen nicht die heiraten. Dürfen. So einfach ist das. Hä? Dazu sollen Homosexuelle auch keine Kinder mehr adoptieren dürfen. Okay, warte, ich glaube, da hat er wieder was Falsches gesagt. Wir werden uns gehen, das Adoption das. Ach, okay, doch. Okay, hat er recht. Ja. Dürfen. Und grundsätzlich sind sie schon gegen die Aufklärung, dass es sowas wie Homo- oder Transsexuelle überhaupt gibt, weil es angeblich die Kinder verwirrt. Also, die haben gesagt, es gibt es nicht, da steht Gender-Ideologie raus. Das einzige Vorheben der Homo- und Transsexuellen Unterricht, wie die sogenannte Sexualpädagogik der FIFA praktiziert, stellt uns vielleicht einen Eingriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder dar. Dadurch werden Kinder ja oft schulfern. Ja gut, sie haben aber auch da wieder nicht gesagt, dass das nicht existiert, ne? Also, das ist halt schon wieder gelogen. Und in ihrer Was hältst du von dem Thema generell, also von der Aufklärung? So bei mir ist ja so, ich finde das gut, dass Kinder aufgeklärt werden, auch in alle Richtungen. Die sollen ja wissen, dass es sowas gibt, so, ne? Dass das normal ist, dass das absolut passieren kann. So, ne? Aber passieren wo kann. Ich jetzt auch gegen wäre, ist jetzt, wenn die wirklich so jede Woche damit zubombardiert werden. Ja, klar, das macht man ja. Normalerweise ist das ja nur so, weiß nicht mal. Ja, beim Rande so, ne? Daran ist doch gar nichts verwerflich. Ja, das Ding ist, ich bin auch dafür. Ich finde es auch wichtig, über zum Beispiel Transsexualität Homosexualität aufzuklären, das finde ich auf jeden Fall auch schon wichtig, weil diese Lebensrealitäten gibt es und das muss als was Normales dargestellt werden. Die Menschen werden ja leider immer noch diskriminiert aufgrund dieser Eigenschaften. Deswegen finde ich das auf jeden Fall gut, dass das gemacht wird. Man darf es halt nicht übertreiben, ne? So wie diese eine TikTokerin gesagt hat, dass Leute gezwungen werden, was halt nicht passiert oder so. Ne, man muss es schon auch altersgerecht machen auf jeden Fall. Die Jung verunsichern würde, als wenn man plötzlich schwul werden würde, nur weil man weiß, dass es das gibt. Obwohl, vielleicht gibt man ja wirklich ein bisschen eher oder überhaupt bekannt, dass man nicht hetero ist, weil man durch frühe Aufklärung halt eben weiß, dass man trotzdem ein komplett normaler, liebenswerter Mensch ist. Wenn einem schon früh beigebracht wird, dass man sich dafür halt eben nicht schämen braucht. Aber Aufklärung ist generell nicht so das Ding der AfD. Weil, wie wir vorhin ja schon hatten, alles, was nicht Mann, Frau, Kind ist, ist keine normale Familie. Mehr sogar noch, es ist das Werk des Teufels. Aber auch die EU hat unsere Kinder im Blick. Sie ist fest in der Hand einer familien- und wertefeindlichen LGBTQ-Gender-Lobby. Und sie will uns, unsere Kinder, entfremden und sie für ihre teuflischen... Doha, Digga, Bruder, raste komplett aus, Alter. Wie sauer kann man sein? Alter. Laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2023 werden übrigens ca. 10% aller Gen Z vom Teufel verführt worden. Aber wer es auch sehr direkt schwulenfeindlich haben möchte, für den habe ich jetzt auch was. 2016 wurde im Landtag von Sachsen-Anhalt darüber diskutiert, ob die Maghreb-Länder, also oben in Afrika, als sichere Herkunftsländer gelten sollten oder nicht. Weil es dort halt eben Gefängnisstrafen für Homosexuelle gibt. Andreas Gehlmann, der für die AfD im Landtag saß, machte damals übrigens einen Zwischenruf, wo er meinte, das sollten wir auch in Deutschland machen. Also laut ihm sollten wir in Deutschland auch wieder Homosexualität unter Strafe stellen. Stell mal vor, du hast so welche unangenehmen Menschen in deiner Partei. In deiner Partei und ja. Dann wunderst du dich, warum sich alle über deine Partei aufregen. Ja. So. Lässt ihn wegsperren. Einfach dafür, dass sie sind, wer sie nun mal sind.
Ja, cool. Wer Bock auf die Zeit 1933 bis 45 hat, gibt dem Video bitte ein Dislike. Aber nicht nur gegen Homosexuelle möchte die AfD vorgehen. Die AfD findet nämlich alles, was vielleicht noch aktiv gegen Diskriminierung kämpft, nicht unterstützenswert. Sie wollen nämlich sämtliche Antidiskriminierungsgesetze einfach abschaffen. Die Alternative für Deutschland tritt für die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der bürgerlichen Selbstbestimmung im Zivilrechtsverkehr ein. Deshalb lehnen wir sogenannte Antidiskriminierungsgesetze. Okay. Was fällt denn alles unter Antidiskriminierung? Ja, da gucken wir jetzt natürlich erstmal wieder an die Quelle. Was fällt denn da alles unter? Da wollen wir mal gucken, hier D14, Programm für Deutschland, Seite 12. Danke sehr für die 5 Euro, WhatsApp. Spendier Jane Elfbar. So, Seite 12. Ich glaube, ich hole gleich meine Elfbar, aber da muss ich die hier runter. Achso, aber dann ist es immer so ätzend. Okay, da steht einfach nur Seite 12. Ach da, okay. So, wir können das lesen. Ich sehe gar nichts. So. Die Alternative für Deutschland tritt für die Bewahrung der Herstellungsbürger, lehnen wir Antidiskriminierungsgesetze ab. Zentraler Grundwert einer freiheitlichen Zivil ist die Vertragsabschlussfreiheit. Das ist die Freiheit jedes Einzelnen, selbst darüber zu entscheiden, ob er mit einem anderen Bürger in rechtliche Beziehungen treten will oder nicht. Unter dem Einfluss der Europäischen Union wird dieses fundamentale Prinzip der Privatautonomie in der deutschen Gesetzgebung Schritt für Schritt zerstört. In einer freiheitlichen Grundordnung ist der Staat in seinem Handeln gegenüber dem Bürger Pflicht zur Gleichbehandlung unterworfen. Der Bürger selbst jedoch ist in der Gestaltung seiner privaten Rechtsverhältnisse frei. Eine Aufhebung dieser Trennung zwischen Staat und Gesellschaft beschädigt die freiheitliche Natur der Rechtsordnung und öffnet die Tür in einer in letzter Konsequenz totalitäre Herrschaftsordnung. Jo, okay. Die AfD wird sich im Deutschen Bundestag gegen diese Entwicklung, ja, aber... Also was meint die denn überhaupt? Also dass ich, keine Ahnung, dass ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung von einem Privaten nicht mehr kriegen kann, wenn er sagt, er will keine Schwulen haben oder was? Also das ist halt schon absolut idiotisch, wenn die das meinen. Gesetze ab. Daraus würde einfach die Erlaubnis zur Diskriminierung entstehen. Dass zum Beispiel einer Frau mit Verweis auf ihr Geschlecht die Beförderung verwehrt wird, gehört dann genauso wieder zum zentralen Grundwert einer freiheitlichen Zivilrechtsordnung wie einem schwulen Paar. Ja, also was geht gar nicht. Also heutzutage machst du es halt dann, ja, ihre Qualitäten reichen halt nicht aus. Ne? Man muss ja nicht direkt das Geschlecht nehmen. Unglück zu vermieten oder den Ausländer im Café nicht bedienen zu wollen. Aber auch andere Zitate von AfD-Abgeordneten. Ja, das geht gar nicht. L-Take von der AfD. So meinte dieser Kreistagsabgeordnete hier, dass Frauen mit Frauen bräuchten. Oder dieser Kollege hier wünscht einen 18-Jährigen einfach, dass sie vergewaltigt wird. Hoffentlich würde ich ein Schwarzer so richtig dran nehmen, ohne dass du das möchtest. Dann wirst du vielleicht... Was, Digga? Ey, ist der Typ noch in der Partei? Ist der Typ noch in der Partei? Kannst mal nachgucken. Andy Schöngart. Noch ein gutes Argument. Wenn halt irgendwer sagt, es gibt viele gute Argumente, aber wenn noch wer fragt, warum willst du nicht AfD, sagst einfach Andy Schöngart. Der ist da doch nicht immer noch. So, wegen Vergewaltigungswunsch Prozess. Okay, auf jeden Fall. Ja, muss man kaufen natürlich. Weiß nicht, was dabei rumgekommen ist, aber Junge, es geht gar nicht. Normal. Anscheinend ist er immer noch in der AfD. Ja, cool. Wer übrigens mehr von solchen Zitaten sehen will, hier, tobt euch im Quellendokument auf. Frauenquoten nützen nur unqualifizierten, dummvollen, hässlichen und widerwärtigen Frauen. Ich meine auch gegen die Frauenquote, aber es ist dumm. Steve the King, dankeschön für deinen Sub. Das Problem am Fasching ist, dass du nicht sagen kannst, ob sie 14 oder 18 ist. Wenn du Pech hast, kommst du an die 18-Jährige. das ist aber humorvoll gemeint, ja, oder? Ja, das ist auch humorvoll gemeint, also das ist okay. Ja, klar. Es gibt Frauen, die sollen lieber an einer Stange tanzen, als Politik zu machen. Ja, ist wahrscheinlich irgendwie satirischer Dings wegen keine Ahnung wen. Ein Land, das jeden reinlässt, wird genauso geachtet wie eine Frau, die jeden ranlässt. Das ist ein L-Take. Frauentag, gute Idee, man könnte zur Feier des Tages ja mal wieder in den Puff gehen. Das gibt mir Monte-Vibes auf jeden Fall. Ehrenmänner müssen jetzt beim Sex die Ohren spitzen. Ein überhörtes Nein kann sie zum Vergewaltiger machen. Ja, man sollte schon drauf hören, ob die Frau das möchte oder nicht. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen gleicht dem Yeti. Jeder spricht darüber, aber noch niemand hat ihn ernsthaft gesehen. Ja, finde ich jetzt auch. Also, wisst ihr jetzt auch nicht, wo die krass benachteiligt werden. Da finde ich jetzt nicht frauenfeindlich, um ehrlich zu sein. Aber es könnte TJ ja auch zeigen, wo das passiert. Ich find's einfach nur abartig. Genauso wie das nächste Thema, Rassismus. Und Triggerwarnung, jetzt wird's ziemlich eklig. Fangen wir beim Thema Rassismus doch erstmal bei ein paar Zitaten von AfD-Leuten an, um so zu gucken, wie die so drauf sind. Marcel Grauf, politischer Mitarbeiter eines AfD. Digga, der sieht aber auch schon so aus, ne? AfD-Landtagsabgeordneten. Dass Muslime generell zu untermenschlichen Verhalten neigen, liegt schon an der Rasse. Ich geh kurz was trinken. Oder was? Okay, das auch nur ein, wenn noch wichtiger, Mitarbeiter. Lass uns gerne auf das gehen, was AfD ey, lass die Dings hier. Die Elfbar. Nimm die also einfach mit. Amt haben, alles so gesagt haben. So meint dieser Landtagsabgeordnete zum Beispiel, dass man Menschen mit schwarzer Hautfarbe weiteren N-Wort nennen sollte. L-Take. AfD-Landtagsabgeordneter Andreas Winn hat eventuell mal folgenden Satz auf einer Veranstaltung. Wenn ich auf den Nähern küsst oder anpustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank, liebe Freunde, und das müssen wir sicherstellen. Alter. L-Take. Gesundheit. Wer von Ihnen, eine Albaner,
Truppe, nennen wir es mal so, ja, was ich zu Hause pflegend haben will und in die Bude ausräumen, der wählt CDU, meine Damen und Herren. Und wer das nicht will, der wählt die AfD. Ja, natürlich. Alle Ausländer sind natürlich kriminell. Wer kennt's nicht? Oder natürlich auch dieser viel zitierte Klassiker hier. Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Dieter Görnert, Stadtrat AfD Nürnberg. Es geht natürlich nochmal. Weißt du, das Ding ist, man könnte halt sagen, okay, das sind halt einzelne Politiker, so, die sprechen ja nicht für die ganze Partei. Aber wenn die nach solchen Aussagen immer noch in der Partei sein dürfen, wenn die bei Reden beklatscht werden und die Leute das gut finden, dann, das geht einfach nicht. Also solche Leute müssen einfach instant, so schnell wie es geht, aus der Partei rausgeschmissen werden. Und die sind ja anscheinend, zumindest so wie ich, der eine ist anscheinend raus, okay. Aber der eine, wo wir gerade geguckt haben, dieser Andy ist anscheinend immer noch in der AfD beispielsweise. Und sowas geht gar nicht, ne? Und offensichtlich ist das ja auch ein Nährboden für genau solche Personen. Das ist ja nicht mal eine Äußerung von einem Politiker, der mal gekommen ist, sondern das sind ja Dutzende, die sowas raushauen, ne? Viel mehr rassistische, menschenfeindliche Aussagen von AfD-Politikern. Das Ding ist nur, wir haben jetzt hier nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Deswegen blende ich jetzt einfach mal Frame für Frame eine Menschen. Selbst wenn es nicht einfach ist, Leute aus einer Partei auszuschließen, was halt richtig ist, sollte man es machen und öffentlichkeitswirksam als AfD zeigen, dass man solche Leute nicht in seiner Partei haben möchte. So, und wenn das nicht passiert, dann steht die Partei dahinter und Ende. Und dann geht das gar nicht. Feindliche, verfassungsfeindliche, rassistische Aussage nacheinander ein. Drückt einfach am PC Stopp, dann könnt ihr mit Punkt und Komma Zitat für Zitat selber durchgehen. Viel Spaß dabei. Ja, habe ich jetzt keinen Bock, da jedes Ding durchzugehen. Also. Wie diese Partei drauf ist. Wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin. Sagen doch nur Nazis und wirkliche Rechtsextreme. Ja. Zum Beispiel den Parteivorsitzenden der AfD Thüringen darf man auch mit Gerichtsurteil öffentlich faschistisch. Mach random 3. Okay. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Deswegen blende ich jetzt einfach mal Frame für Frame eine menschenfeindliche, verfassungsfeindliche, rassistische Aussage nacheinander ein. Drückt einfach am PC Stopp, dann könnt ihr mit Punkt und Komma Zitat für Zitat selber. Die AfD will das gleiche wie die Identitätsbewährung. Inhaltlich gibt es keinen Dissens, weiß nicht, wer das ist. Nach der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts erlebten wir etwa 100 Jahre später in 2001 einen beispiellosen Dammbruch für Völkerwanderung und Kulturkampf. Ist auch viel Spaß dabei. Wack. Und wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistung deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ja, ist halt schwierig, ne? Also... Da, ja, würde ich jetzt, also ich will auf gar keinen Fall, kann man stolz darauf sein, was die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Eine Gräueltat nach dem anderen, Völkermorde, Zivilbevölkerung massiv geschadet, angegriffen, absolut ekelhaft. Also stolz drauf sein auf gar keinen Fall, da kann man nicht stolz drauf sein, ne? Ja, sowas kann man auf jeden Fall nicht sagen, hat er sich anscheinend für entschuldigt, aber es geht nicht. Man müsse einen Schweinekopf vor einer Moschee ablegen, absolut ekelhaft. Wenn man weiß, dass die Grünen in ihrer Anfangszeit eine Arbeitsgruppe Schwupps hatten, Schwule und Päderasten, und man weiß, dass das die Ideologie ist, die besonders auch die Grünen vorantreiben, naja. Auch wack. Hürden für Doppelpassstraftäter senken, deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen und abschieben. Hürden für Doppelpassstraftäter, ja. Wer sich da sind wir wieder bei kriminellen Ausländern abschieben, ne? Rechtsextreme. Ja. Zum Beispiel den Parteivorsitzenden der AfD Thüringen darf man auch mit. Ich habe Doppelpass, ich auch im DSF, Sonntag 10 Uhr. In mindestens 3 Bundesländern ist die Partei auch als gesichert rechtsextrem eingetragen. Und in der Jugendorganisation der AfD sieht es auch nicht besser aus. Das Ding ist, ihren Hass auf Muslime, Ausländer und alles, was nicht pur deutsch ist, müssen sie auch irgendwie begründen. Und dafür hat sich die AfD auch eine sehr schöne Masche ausgedacht. Und wie dumm sie sich dabei anstellen, gucken wir uns im nächsten Part an. Du, da bin ich gespannt. Eine Masche dafür ist nämlich, ganz klar, Lügen. Ein prominentes Beispiel dafür ist, wie die AfD probiert, die Angst vor sexuellen Übergriffen zu nutzen, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. 2018 hat Maximilian Krah, EU-Parlamentsabgeordneter, einen Artikel verfasst, in dem er Folgendes von sich gab. Seit dem 01.01.2018 wurden in Chemnitz 60 Frauen vergewaltigt, die Polizei sagt 56 von Migranten, 4 von unbekannt. Was heftige Zahlen wären. Blöd nur, dass infolge seines Artikels Nachforschungen von der ARD angestellt wurden, weil die halt eben auch erschreckt von seinen Zahlen waren. Und da kam halt eben raus, dass die Polizei erstens diese Zahlen nie veröffentlicht hat und zweitens, sie auch einfach nicht stimmen. Eigentlich waren es nämlich 14 statt 60 Vergewaltigungen und 12 der Fälle konnten auch von der Polizei aufgeklärt werden. Aber komischerweise fand die Polizei raus, dass 9 der 12 Vergewaltigungen von Deutschen begangen wurden und 3 von Nichtdeutschen. Und aus 56 Ausländern... Das ist natürlich jetzt echt doof gelaufen, ne? ...wurden 3. Hört sich die Story schon wieder ein bisschen anders an, ne? Und auch andere Fakten denkt sich Maximilian Krah einfach aus. Wie hier, als er behauptet, dass die meisten Flüchtlinge, die seit 2015 nach Deutschland kamen, immer noch Bürgergeld bekommen würden. Es geht darum, dass seit 2015 über 10 Millionen Menschen in dieses Land gekommen sind. Die meisten von denen leben immer noch vom Bürgergeld. Und das Ding ist, das ist einfach eine dreiste Lüge. Wer die Zahlen checken will, hier sind die Quellen. Dazu ist hier noch ein Diagramm, welche Nationalität gerade die meisten Sozialleistungen bekommt. Sind beide...
Ja gut, da ist aber natürlich immer das Ding, dass jemand, der einen deutschen Pass hat, also der ist ja dann auch Deutscher, aber die AfD meint das wahrscheinlich halt auch so, ne? Jemand, der sich eingebürgert hat, der zählt für mich jetzt auch als Deutscher. Die AfD macht da halt wahrscheinlich leider noch einen Unterschied, ne? By the way, nach den Deutschen die Ukrainer, weil die eben noch recht frisch hier sind und viele von denen auch noch gar nicht arbeiten dürfen. Nur kurz so ein bisschen zur Erklärung. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass Max die faktisch richtigen Zahlen auch kennt. Aber sowas hört sich natürlich für die Menschen, die gerade mit ihrem Leben, ihrer finanziellen Situation oder whatever unzufrieden sind, gut an, um einen Schuldigen für ihre Situation zu finden. Und auf genau sowas zielt die AfD oder in dem Fall halt eben Maximilian Krah ab. Einfache Antworten auf komplexe Fragen, ein klares Feindbild für deine Sorgen, was dem Endeffekt nichts bringen wird. Aber okay, wir haben jetzt geklärt, dass die AfD den Ausländern nicht so geil findet, probiert ihn als klares Feindbild der Deutschen darzustellen und loswerden will. Aber was hat die AfD denn mit Menschen mit Migrationshintergrund vor, die sie hier nicht so toll finden? Abzuschieben, abzuschieben, abzuschieben. Mein Name ist Arnold. er heißt Arnold. Ach, nicht für abschieben. Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Das Thema Abschiebung von Immigranten ist ein elementarer Bestandteil des Parteiprogramms der AfD. Sie haben dieses Jahr sogar, no joke, einen Kalender mit den schönsten Abschiebeflugzeugen rausgebracht, mit so pseudolustigen Sprüchen drauf. Unser Abschiebekalender. Die 12 schönsten Abschiebe. Liebe Flugzeuge haben wir von der AfD-Landtagsfraktion. Digga, das bringen die bei. Weißt du, und das Ding ist, ich guck mir die Facebook-Kommentarsektion unter einem AfD-Post an, wo dann immer irgendwelche Glatzköpfe so mit Brille sind vor ihren Autos und schreiben, keiner verbietet mir den Diesel, keiner nimmt mir hier mein Schnitzel weg, und dies sind genau die Leute, die diesen Kalender zu Hause hängen haben und richtig stolz sagen, oh, Schatz, guck mal, mein Kalender ist da. Gesammelt. Die 12 schönsten Abschieberflieger. Mit verschiedenen. Warum, weil ich dann Schweizer bin, aber keine zum Beispiel Ahnung. Direkt auf Heimaturlaub. Ich glaube übrigens, dass Jakob nicht nur was trinken ist. One-Way-Ticket oder Deutschland zuerst heißt Remigration. Oder mein ganz persönliches Highlight ist, zu Hause ist es auch schön, wir fliegen euch zurück. Ey, ich dachte zuerst, das sei ein Satire-Account. Ey, wäre ein gelungener Gag gewesen. Aber es ist einfach ein echter AfD-Politiker, der das ernst meint. In welcher Weise aber rechtsextreme AfD-Politiker und Mitglieder abschieben wollen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen willkommen zum Geheimplan. The Masterplan. Freunde, so grob werden es viele mitbekommen haben. Es gab mit hochrangigen AfD-Mitgliedern ein geheimes Treffen. Zwar waren auch Leute aus dem Flügel der CDU, der Werteunion mit dabei, aber die meisten Politiker, die vor Ort waren, waren von der AfD. Also vor Ort waren Ulrich Siegmund, Landtagsabgeordneter der AfD, Bundestagsabgeordneter Gary Huy, Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam und Roland Hartwig, welcher Alice Weidels persönlicher Berater war. Eingeladen wurde von einem ganz klar offenen rechtsextremen Dude und einem Investor mit folgenden Worten. Es bedarf Patrioten, die aktiv etwas tun, und Persönlichkeiten, die diese Aktivitäten finanziell unterstützen. Für eine Teilnahme wurde eine Mindestspende von 5.000 Euro empfohlen. Im Gegenzug würde bei dem Treffen ein Geheimkonzept im Sinne eines Masterplans vorgestellt werden. Von keinem geringeren... Stimmt, ich war mehr von der CDU als AfD. Das habe ich tatsächlich auch gehört. Da geht es ja um diesen Korrektivbeitrag. Ne? Ich glaube dagegen, Korrektiv AfD, nichts Unwahres behauptet, warte. Korrektiv siegt vor Gericht gegen AfD-Sponsor. Okay. Die Recherchebeauftragte schrieb in einem Bericht, auch in der Telemedia-Stütze war nämlich erwähnt, erreichte Klage auf einstweilige Verfügung ein, das Landgericht Hamburg wies diese zurück. Okay. Als Martin Sellner, dem rechtsextremen Gesicht der identitären Bewegung Österreichs. Also AfD-Bundes- und Landtagsabgeordnete, die quasi rechte Hand von Alice Weidel, haben 5.000 Euro bezahlt, um den Masterplan von einem ganz klar rechtsextremen Dude zu hören. Aber worum ging es denn bei diesem Masterplan und Geheimtreffen? Mit diesen Worten hier hat es die Tagesschau. 6 von CDU, 4 von AfD. Treffen ein Konzept vorgestellt haben, mit dem man langfristig gedacht, nach einer anvisierten Regierungsübernahme der AfD, Menschen auch mit deutschem Pass aus dem Land vertreiben könne. Demnach sollen Maßnahmen... Eigentlich gruselig, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, so das ist halt, also das gibt einem wirklich so 1933 Vibes. Und das war so, vorher war das immer so voll weit weg, ne? Aber jetzt... Ist das tatsächlich irgendwie in so nahbarer Reichweite irgendwie, ne? So, keine Ahnung, in vielleicht 10 Jahren oder so könnte es halt tatsächlich genau so kommen. Geschneiderte Gesetze erlassen werden, um erst Geflüchtete, dann deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und auch unliebsame Deutsche, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen, loszuwerden. Umgesetzt werden soll der Plan auch mithilfe eines Musterstaates in Nordafrika. Aber was würde das jetzt bedeuten? Erstmal, du bist Flüchtling aus dem Kriegsgebiet. Sorry, Bro, für dich wäre dann hier jetzt kein Platz mehr. Du bist hier in Deutschland aufgewachsen, mit der deutschen Kultur groß geworden, sprichst auch nur Deutsch, aber hast noch eine andere Staatsangehörigkeit? Sorry, müsste es auch gehen. Ey, du bist pur Deutsch, bist hier geboren, hast nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Kannst nur Deutsch als Sprache, bist vielleicht auch christlich unterwegs, was auch immer. Aber deine Eltern sind vor 20 Jahren aus der Türkei hier eingereist? Nee, warte mal. Nur ein Elternteil ist vor 20 Jahren aus der Türkei hier angereist? Ach, schade.
müssen sie jetzt auch leider den Flieger nehmen. Oder auch Leute, die pro Flüchtlinge sind, vielleicht ein das. Ist auch die Frage, aber da ist halt auch wieder, ob die dann. Also das weiß ich nicht, da kenne ich das nicht, aber ob die jeden rauswerfen oder ob die sagen, wenn sich jetzt mal wirklich gut integriert hat, hier Steuern zahlt und so, keine Ahnung, wie die dann damit umgehen. Ne? Sorry, aber so soziale Deutsche wollen wir hier nicht haben. Das wären dann wahrscheinlich schon, aber eine Menge Menschen, die dann abgeschoben werden würden. So circa 20 bis 30. Es geht um Straftäter, ja, so tief bin ich da nicht drin. Je nachdem, wie viele Bio-Deutschen aufgeben müssten. Dazu kann das natürlich auch kompletter Zufall sein, aber auch ein Björn Höcke, also ein Spitzenkandidat der AfD, spricht auch davon, dass Deutschland mit 20-30% weniger Menschen gut. Ja, bei dem Korrektiv-Ding, ich weiß nicht, ob Potsdamer Regelmatur zu. Korrektiv muss ich korrigieren, hat die Taz geschrieben. So, ist natürlich die Taz, aber der Kern der Korrektivrecherche bleibt davon allerdings unberührt. Okay, so irgendwelche Kleinigkeiten. Wenn man Recht und Gesetz durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Die Rede von Höcke war übrigens im Dezember, also vor Release der Korrektivreportage, aber nach dem Geheimtreffen der Nazis, welch halt eben im November war. Ey, das kann natürlich ein kompletter Zufall sein, dass er von denselben Dingen redet wie im Geheimtreffen. Aber Fakt ist, nicht nur irgendwelche Randoms reden von 20-30% weniger Menschen in Deutschland, auch Spitzenpolitiker mit Regierungsabsichten. Die AfD will also Menschen in Millionenhöhe deportieren. Und das ist halt auch eben kein Geheimplan mehr, sondern ein Versprechen laut einem Bundestagsabgeordneten. Zwar distanziert sich die AfD gerade öffentlich von diesem Geheimtreffen, aber Fakt bleibt, hochrangige AfD-Politiker und Mitglieder, Bundes- und Landtagsabgeordnete, haben 5.000 Euro bezahlt, um einen klaren rechtsextremen Dude dabei zuzuhören, wie er Menschen mit auch so schnell Geld machen. Mund und Deutsche, die ihm nicht passen, aus dem Land bekommen möchte. Digga, ist das krank. Was danach übrigens echt interessant anzusehen ist. Es gab ja danach eine Menge Demos gegen Nazis und gegen Faschisten und gegen Rechtsextreme. Über 1 Million Menschen sind auf die Straße gegangen. Ihr habt alle die. Ja, ich meine, 20-30% der Ausländer, wie kann man das nur so framen? Das weiß ich nicht, aber ja, wenn das so stimmt, dann ist es auf jeden Fall auch wieder falsch dargestellt. Wie gesagt, das Ding ist, in dem Thema bin ich halt nicht drin. Ich habe das vom Korrektiv gesehen. Danach gab es ja irgendwie, ja, was heißt Schlammschlachten, aber dann sind irgendwie alle vor Gericht irgendwie gegangen, weil es ja doch irgendwie nicht so gestimmt hat. Wenn ihr irgendwie sagt, sechs Leute sind von der CDU, nur 4 von der AfD. Macht's trotzdem nicht besser, dass da Leute von der AfD waren, auch wenn er dann vielleicht einen falschen Satz benutzt hat, wo man auf jeden Fall besser das wiedergegeben hätte. Dann waren es aber trotzdem auch 4 Leute von der AfD, die da dann hochrangig vielleicht auch gewesen sind. Das macht es halt immer noch scheiße auf jeden Fall. Und ja, so ein Treffen ist halt, also es geht halt gar nicht, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie das Korrektiv, was also wogegen, wo die jetzt genau verloren haben. Da müsste man sich jetzt reinlesen, das ist mir aber auch gerade zu viel Arbeit, sage ich euch ganz ehrlich. Aber Teile der AfD werfen jetzt den Demonstranten und den öffentlich-rechtlichen Medien vor, dass die Bilder, die wir gesehen haben, gefälscht seien. Björn Höcke schrieb dazu, bestellte Massen demonstrieren gegen die AfD, doch bei den in den Medien veröffentlichten Bildern fallen inzwischen zahlreiche Fälle von Bildmanipulation auf. Warum haben sie das nötig? Also erstmal waren das keine Demos gegen die AfD, sondern gegen Faschos und Rechtsextreme, aber gut, du hast es jetzt mit der AfD gleichgesetzt, können wir gerne so lassen. Und zweitens, wie kann man so verzweifelt sein, dass man leichteste Perspektive nicht versteht. Also hier einfach nochmal ganz kurz eine Animation zur Verdeutlichung. Ey, wie kann das etwas sein, worüber wir mit Spitzenkandidaten von einer großen Partei diskutieren müssen? Ich check's nicht. Wir haben bei Kleinigkeiten verloren, nicht substanziell. Das war ein kleiner Exkurs, wie AfD-Politiker mal wieder drauf sind. Ein bisschen über die Lachen muss ja auch sein. Vor allem, wenn wir jetzt zu einem der letzten Parts kommen. Und zwar, wie viele Parallelen zwischen hier? Ja, also wie gesagt, dass da alle bezahlt sind, ist halt absolut dämlich. Das Lustige ist, die CDU hat ja genau das Gleiche gesagt, als gegen Artikel 13 demonstriert worden ist, ne? Wo dann wie gesagt worden ist, ja, es sind bezahlte Leute von Google und so weiter. Also man muss sich mal überlegen, als ob irgendwelche Leute 100.000 Menschen bezahlen, damit die da auf der Straße gehen. Also das wäre ja auch etwas, was halt auf jeden Fall rauskommen würde. Als ob keiner von den 100.000 irgendwas sagen würde oder irgendwelche Belege oder sonst irgendwas hat. Das ist halt Lasttaten und AfD-Forderung gibt. Weiter geht's. Fangen wir erstmal mit dem Plan an, ein Gebiet außerhalb Deutschlands zu finden und dort alle hinzudeportieren, die. Da, Niki, dankeschön für Rise Up. Da bin ich aber dafür, wir könnten die alle nach Bayern schicken. Das ist keine kreative Eigenleistung, das ist 1:1 von den Plänen der Umsiedlung Millionen Juden im Dritten Reich abgeguckt. Diese sollten damals nach Afrika ins Exil geschickt werden, bevor man sich halt eben dazu entschieden hat, Arbeits- und Konzentrationslager im eigenen Land in die Tat umzusetzen. Vielleicht erinnert euch dazu noch an die HIPU, also Hilfspolizei, oder auch SA genannt, die unter Hitler politische Gegner verhaftet oder auch verschleppt haben. Die dazu auch die richtige Polizei kontrolliert haben, sollten sie politisch unzuverlässig sein. Ja, und genauso eine HIPU oder SA genannt, wollen AfD-Politiker wieder einführen. Nur nennen sie es diesmal ein bisschen anders. Die AfD sollte in das Landtagswahlprogramm hereinschreiben, dass wir eine Reservepolizei aufstellen. Und dass sich die
also aktivieren kann, weil die Sache ist mein Land, sorge ich immer für Ordnung. Das heißt, wir müssen dahin zurück, wo es geht. Versprochen, es geht. Ja. Was soll nur schiefgehen? Leute mit Waffen rauszusenden, die keine Polizeiausbildung genossen haben, aber ihnen ähnliche Handlungsbefugnisse zu geben wie die Polizei. Nee, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da schiefgehen soll. Und grundsätzlich schirmt sich die AfD auch nicht wirklich von Hitlers Zeit ab. So spricht Parteivorsitzende Weidel davon, dass die Befreiung von Hitlers Diktatur und den Nazis damals die Niederlage Deutschlands wäre. Naja, Deutschland hat verloren. Also, das heißt nicht als Befreiung von Nazis, sondern als Niederlage im Gespräch selbst bleibt die Aussage zunächst unkommentiert, sorgt im Anschluss auch für Empörung. Was hat die noch dazu gesagt? Das ist ja nicht das ganze Zitat, ne? Also, hier Niederlage des eigenen Landes zu befeiern. Womit sie sich einfach... Ja, okay, das ist halt schon dumm. Weil wir sollten auf jeden Fall froh sein, dass Deutschland da verloren hat. Ich denke, dass wir heute alle auf jeden Fall deutlich besser leben, als wenn Hitler... gewonnen hätte. Wir haben echt Glück, dass Hitler einfach echt ein absolut dämlich gewesen ist. Er hat ja so viele Fehler im Krieg gemacht. Eigentlich super. Echt Glück gehabt. Hitler hat sich selber besiegt. Da sag ich mal nichts zu. Auf die Seite der Nazis positioniert. Oder auch Maximilian Krah meint, wir sollen stolz auf unser Land sein und unsere Vorfahren wären keine Verbrecher. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Also klar, dein Opa muss jetzt kein Krimineller gewesen sein, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber unsere Vorfahren von uns Deutschen waren halt eben auch Nazis. Dazu, weiß nicht, die Ermordung von 5 Millionen Juden würde ich schon irgendwie als Straftat sehen. Aber mal ganz kurz Joke beiseite und ein kleiner Rant von mir. Dieser Maximilian Krah ist kein random Politiker der AfD. Der ist Spitzenkandidat für die AfD im EU-Parlament dieses Jahr. Wie kann es sein, dass wir in der Gesellschaft eine Partei akzeptieren, die klare Nazis, die den Genozid an 5 Millionen Juden ausgeübt haben, als keine Verbrecher sehen? Also, ja. What the fuck, wie kann jemand mit so einem Moralverständnis... Ja, vor allem, weiß nicht, man muss sich auch mal überlegen, ne, wenn man sich mal so Dokus aus dem... also von der Hitlerzeit irgendwie anguckt, also sowas wie Freiheit gab es nicht, Pressefreiheit gab es nicht. Wer eine andere Meinung hatte, wurde eingesperrt, Konzentrationslager, muss man nicht drüber reden, absolut unmenschlich. Krieg natürlich auch noch, ne, keine Ahnung, man wurde ja wirklich von klein auf einfach gedrillt, dann irgendwann für Hitler zu kämpfen, ne, mit der Hitlerjugend und was es da nicht noch alles gab. Und wir können froh sein, dass wir verloren haben. Also das ist halt einfach das Beste, was Deutschland passieren konnte. Muss man halt einfach so sagen, ne? Es überhaupt erlaubt sein, Politik zu machen. Also wirklich, es ist so viel falsch dabei. Aber ist auch nur meine Meinung. Gehen wir aber mal ganz kurz zum letzten Punkt, bevor wir gleich zum Fazit kommen. Was könnte passieren, wenn die AfD Deutschland regiert? Und wie fähig wären sie zu regieren? Die eine Frage kann man natürlich nur mutmaßen so. Klar, einzelne Sachen werde ich euch dazu auch zeigen. Aber neben dem, was passieren könnte, gibt es halt eben das erste Fallbeispiel, was wirklich passiert, wenn die AfD in Regierungsverantwortung ist. Denn Hannes Loth von der AfD wurde zum Bürgermeister in seinem Ort gewählt. Und man kann sich nicht ausdenken, wie mies dieser Kollege nach nur einem halben Jahr Regierung schon reingeschissen hat. Hannes Loth hatte nämlich in seinem Wahlkampf unter anderem folgende Versprechen an seine Bürger. Erstens, er wolle die Beiträge für Kitas senken. Außerdem wollte er Vereine stärken. Das lokale Feuerwehrhaus sollte saniert werden und die Hundesteuer sollte niedriger werden bzw. auf keinen Fall erhöht werden. Das waren Punkte in seinem Wahlkampf. Und was ist passiert? Das Feuerwehrhaus, das er sanieren wollte. Ach, man braucht dafür Geld? Okay, dann, nee, dann wird das nichts mit sanieren. Vereine unter die Arme greifen? Ach so. Ja, shit, geht auch gerade nicht. Ja, ist eine blöde Lage. Okay, da will ich auch mal gucken, hier B8. Also ich will den Grund wissen. Hat er einfach nur gesagt, Vereine stärken klappt nicht. Ah, hier erstmal Feuerwehrhaus sanieren. Okay, da will ich erstmal kurz reingucken. Interessiert mich jetzt einfach. Im Wahlkampf macht der Hannes Loth, ich kann es hier wieder rüberschieben, Digga. Komm, ich gönne euch heute mal. So, in der Wahlprogramm sind nun wieder statt die Kita-Gebühren um 60% zu erhöhen. Geil, Loth hatte einfach so... Ist die der Kita-Gebühr nicht das erste, was Loth Bericht? So hatte er auch versprochen, Vereine dauerfinanziell zu unterstützen. Sein Grußwort, das ist allerdings noch erfüllt hinzu. Es ist jedoch mein Ansinnen, die Vereine anderweitig zu unterstützen. Loth hatte zu den weiteren Investitionen in die Stadt versprochen, wie etwa Feuerwehrhäuser zu sanieren. Daraus wird allerdings nächstes Jahr gesagt, dass der finanzielle Spielraum klein sei. Rein finanziell sind wir ja pleite. Mhm. Als Bürgermeister kann ich am Ende den Leuten nur erklären, warum wir kein Geld haben. Investitionen seien derzeit nur gestattet, wenn sie dringend notwendig seien. Tja, nichts versprechen, was man nicht halten kann, ne, sag ich da mal. Also das hätte man ja wahrscheinlich vorher schon gewusst. So, okay, das zweite ist, ja, das mit dem, was er gerade gesagt hat. So, jetzt will er die Kita-Gebühren doch erhöhen. Im Sommer ist der Bürgermeister in der Stadt, kein Geld für Kitas, Feuerwehr und Vereine. In seinem Wahnsinn, Schuld sei das Minus der Stadtkasse. Mehr als 1 Million Euro würden der Gemeinde fehlen. Rein finanziell sind wir pleite.
weiß man das nicht vorher schon? Also der war ja vorher schon politisch aktiv, der muss doch irgendwie schon gewusst haben, dass das nicht realistisch ist, oder? Also Investitionen, also da steht quasi nur nochmal das Gleiche drin, was wir eben schon gelesen haben. Aber Geld, um das zu machen, aber man könnte ja als Stadt mehr Geld verdienen, wenn man einfach die Hundesteuer erhöht. Gut, die wollte man zwar senken und hätte damit gelogen, aber und Kita-Gebühren ja auch erhöht auf jeden Fall. Die Partei verspricht, komplett abzuschaffen und die Hanneslohn zumindest senken wollte. Scheiße, was machen wir mit denen? Ich habe eine Idee. Lass die einfach mal um 60% erhöhen. Kein Scheiß. Genau das ist passiert. Laut der linken Politikerin Heidi Reich-Hinnick. Wie soll man sonst Werbung machen mit der Wahrheit? Ja, das ist ja irgendwie das Ding generell in der Politik, ne? Das hat ja auch MyLab eigentlich sehr gut gesagt, ne? Für die meisten Sachen kannst du halt nicht innerhalb von 4 Jahren umändern, sondern also du musst ja auch zukunftsorientiert denken. Und das heißt zum Beispiel auch jetzt mehr Geld investieren, damit wir später beispielsweise dann, keine Ahnung, eine bessere Zukunft haben. Nehmen wir mal Bildung an oder so, ne? Wenn wir die Schulen sanieren und so weiter und unser Bildungssystem mal auf den neuesten Stand bringen, dann sind das jetzt erstmal einfach nur Kosten, die wir haben, aber durch die dann besser qualifizierten Schüler kriegen wir dann später auf jeden Fall besser qualifizierte Arbeiter. Nur so als Beispiel, ne? Das Ding ist, du kannst halt nicht sagen, so ja, wir investieren 200 Milliarden in Schulen, so, weil dann das Geld muss erstmal irgendwo herkommen, das fehlt erstmal woanders, ne? Und das gleiche natürlich auch mit dem AfD-Typen, aber ich finde es halt trotzdem dreist, wenn du 4 Versprechen machst und alle 4 brichst, also du kannst ja wahrscheinlich auch andere Dinge versprechen oder zumindest realistisch sein. Das Ding ist ja nicht mal nur, dass er es nicht eingehalten hat. Ja, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, die wollen das Feuerwehrhaus nicht sanieren, weil das ist nicht so sanierungsbedürftig, dann wäre es was anderes. Aber zum Beispiel die Kita-Gebühr erhöhen, obwohl er gesagt hat, die soll gesenkt werden, ist ja genau das Gegenteil. So, dann hätte er nicht sagen sollen senken, sondern wir versuchen das so zu lassen. Bisschen besser natürlich, als das so zu sagen, aber so wisst ihr, was ich meine. Aber er hat ja genau das Gegenteil gemacht. Das ist ja viel, viel schlimmer. Als wenn er es einfach nicht gemacht hätte, wäre das ein. Aber er hat ja genau das Gegenteil in allen Punkten gemacht und hat damit jetzt einfach seine Wähler gefickt. Die komplett zerstört. Hund, Haus und Kind, Mehrkosten von 1.000 Euro im Jahr. Vor allem, wer muss überhaupt für die Kita zahlen? Wir zahlen für den Kita-Platz gar nichts. Für Familien mit Haus, Kind und Hund sind das Mehrkosten von 1.000 Euro im Jahr. AfD, die Partei, die sich auch um deine Familie kümmert. Gut, aber wer sich einen Hund holt, hat auch selber Schulden. Das Ding ist, ich würde dir auch mehr Beispiele von AfD in der Regierungsverantwortung zeigen. Ist aber halt das einzige Beispiel, was es gerade gibt. Dazu habe ich lange überlegt, wie man den Punkt, was würde passieren, wenn die AfD Deutschland regiert, so faktenorientiert rüberbringen kann, wie es halt eben nur geht. Und natürlich, so ein paar Dinge kann man auch ganz klar sagen, wie dass 40% der Bürger ihre Rente erst nach dem 70. Nee. Falsch. Geburtstag bekommen würden. Jeder 5. von denen würde übrigens vor Renteneintritt schon tot sein. Nice. Geld gespart. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Ärmeren werden mehr Steine in den Weg gelegt. Diskriminierung nimmt weiter zu, weil es halt legal wird. Die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Viel mehr Menschen werden mit Waffen in der Hose rumrennen, um sich selbst zu schützen. Ja, das klappt ja in den USA schon sehr gut, ne? Die Argumentation funktioniert in den USA ja schon sehr gut. Man tritt aus der EU aus. Hat ja in Großbritannien schon so gut funktioniert. Wollen die aus der EU raus? Argumentation funktioniert. Na, gehen wir hier in das Wahlprogramm und geben mal EU. Naja, EU ist wahrscheinlich auch, ja, 800. NATO, keine europäische Armee, Wehrpflicht. Inneres Europa. Ein Europa der Vaterländer. Seite 17 könnte es sein. Wo sehe ich denn die Seitenanzahl jetzt? Bin ich dumm? Hä? Ah, da. Wir stehen für rechtsstaatliche Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand, etabliertes Leistungssystem, nationale Verantwortung. Wir unterstützen Strukturreformen, die internationale Staat zu stärken, entschieden zentralischen Tendenzen. Die EU ist zu einem undemokratischen Konstrukt geworden, ist in Politik gesteuert wird. Kompetenz an die Nationalstaaten. Auf jeden Fall sind die dagegen, dass die EU so stark ist. Den Rest müsste man sich angucken. Aber ich habe auch gehört, dass die raus wollen. Ich weiß noch nicht. Das haben die früher, haben die das immer ganz oft gesagt. Irgendwie so 2012, 13 rum und so weiter. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob das immer noch so ist. Ne? Zitat Höcke, die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Sie hatten es schon, jetzt die EU-Wahl im Programm hatte ich in Sozialkunde. Ja, sehr gut. Man tritt aus der EU aus, hat ja in Großbritannien schon so gut funktioniert. Ach, und solltest du eine unglückliche Ehe führen und keiner baut darin Scheiße, ja, musst du halt in der Ehe bleiben, weil scheiden darfst du dich nicht mehr so leicht.
Ach, und wenn du in Deutschland geboren bist und die Sprache lernst, die Kultur kennenlernst, was auch immer, deine Eltern aber eben aus einem anderen Land kommen, kriegst du keinen deutschen Pass mehr, weil das Geburtsrecht abgeschafft wird. Das sind alles Dinge, die die Partei sehr klar umsetzen möchte. Was aber halt eben nicht klar ist, was passiert wirklich mit dem Land. Laut der Pläne des Geheimtreffens sollen ja 20 bis 30... EU-Reform, falls es nicht möglich ist, Volksabstimmung. Klar, man könnte jetzt sagen, dass jede dritte Pflegekraft dann weg ist. Haben wir eh genug von. Joke, haben wir nicht. Oder auch jeder fünfte Arzt wäre dann weg. Ach nee, sind ja nur die, die nicht in Deutschland geboren sind. Die mit Migrationshintergrund sind ja noch deutlich mehr. Aber ja, wer braucht die schon? Nee, aber mal wirklich. Was passiert mit einem Land, wenn 20-30% weniger Menschen plötzlich hier leben? Björn Höcke meinte zwar, dass wir das easy hinbekommen würden, weil, keine Ahnung, er hat das scheinbar schon durchgerechnet oder so. Wir werden ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Ich bin mir aber nicht so sicher und will deswegen jetzt auch keine dollen Mutmaßungen anstellen. Außer, dass ich mir sehr sicher bin, dass dieses Land komplett untergehen wird. Wirtschaftlich, sozial, ey, und auch geografisch an einigen Orten ein bisschen schneller. Fazit. Es ist gerade nicht gut. Offizielle Position ist, dass sie die EU reformieren wollen und Austritt nur als letztes Mittel, falls Reform nicht klappt. Also hat das TJ auch wieder falsch wiedergegeben und hat lieber Populismus betrieben, weil er nicht so lange recherchieren wollte. Was Schlimmes in diesem Land passiert. Es hat schon längst angefangen. Wir sind in einer Zeit, in der Rechtsradikale, wie damals die Nazis planen, Menschen, die nicht in ihre Weltanschauung vom Deutschen passen, loszuwerden. Selbst Holocaust-Überlebende sagen gerade, dass es damals genauso angefangen hat wie jetzt. Dazu, um es mal mit einer kleinen Metapher ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn man 5 Minuten in der prallen Sonne steht... Ja, schon an Austritt zu denken ist dumm, auf jeden Fall, safe, gar keine Frage. Geht im Körper eigentlich noch ganz gut. Aber es ist ja trotzdem einfach falsch wiedergegeben, so. Darum geht's ja einfach. Weil das hat ja Jakob gerade auch gesagt, ne? Es hilft halt niemanden, wenn halt solche Videos erstellt werden, wenn die Hälfte davon falsch ist. Weil irgendjemand... Keine Ahnung, lass es Aktor Ost-West sein, der wird doch jetzt safe schon am Skript sitzen, um ein Video zu machen, um zu zeigen, ja, guck mal hier, der da und da hat der gelogen, das sind diese typischen Leute, die die AfD einfach hassen, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Weil er hat ja auch gute Punkte, ne? Also es hat Rianico auch reingeschrieben, so, ne? Also der Anfang war komplett lost, so die ersten 10 Minuten. So, hier, der Mittelteil war super. Über ein paar Sachen hier kann man auch so, Kleinigkeiten kann man streiten, aber insgesamt hat er schon sehr, sehr viele gute Punkte gehabt. Aber die AfD oder Leute der AfD, die haben ja auch ihre Influencer und so weiter, die werden genau diese Punkte halt jetzt nutzen, um zu sagen, ja guck mal, der lügt halt wieder. So, deswegen zum Beispiel, ich mache auch kein Video zur AfD, obwohl ich schon Bock hätte, da zu recherchieren und zu gucken, so, jo, was ging da halt ab, ne, was machen die so, was läuft da so, ne, das Ding ist, so sage ich euch ganz ehrlich, so, ich trau mich da halt so nicht dran, weil es muss schon ein Banger-Video werden, weil es halt auch keiner von der AfD einfach so entkräften kann, so, und da sehe ich mich dann realistisch genug, dass ich sage, ey, bevor ich dann irgendwie der AfD helfe, dass sie dann irgendwie gegen mich da Videos machen und meinen Namen nutzen können, beispielsweise, mache ich es halt lieber nicht, weißt du, und so ein TJ ist halt zu krass von sich selbst überzeugt, weil das Video ist halt in vielen Punkten sehr gut, aber in vielen halt auch einfach nicht. So, und da sollten sich dann, da sollten sich Leute wie ich oder auch ein Rezo halt raushalten oder halt wirklich viel mehr Arbeit einfach da reinstecken. Kommt der easy mit klar. 20 Minuten in krass. Rezo wäre super, Digga. Ein Rezo-AfD-Video würde ich todesfeiern. Sonne. Ja, man sollte so langsam reingehen, sonst bekommt man Sonnenbrand. Und wir stehen in unserem metaphorischen Körper mit Deutschland seit Stunden in der Sonne, haben schon einen Sonnenbrand. Aber bewegen uns trotzdem irgendwie nicht Richtung Schatten. Aber was kann man nun aktiv machen, um den kompletten Körper zu überzeugen? Nicht aus Angst gegen die AfD nichts sagen, sondern ich bin politisch einfach nicht bewandert genug, um ein komplettes Video gegen eine Partei zu machen, weil das Thema so riesig ist. Was anderes ist natürlich gegen einzelne Punkte, ne? Jetzt zu recherchieren zum Beispiel über, keine Ahnung, ob die Wehrpflicht gut ist oder nicht, oder mit Ehen für allen oder was die sonst da noch... so einzelne Punkte mal zu nehmen, ist halt was anderes. Aber ein Video gegen eine komplette Partei zu machen, so wie er das macht, so, der hat ja auch hunderte Quellen und so weiter, wovon einige halt einfach falsch sind oder falsch wiedergegeben sind, ist halt einfach gefährlich. Dann soll er nicht eine Zerstörung gegen die AfD machen, sondern einfach sich auf 2-3 Punkte konzentrieren, da richtig krass recherchieren und dann ein gutes 20-Minuten-Video machen. Das wäre halt besser. Er hat halt ganz viele, ganz verschiedene Themen irgendwie reingenommen. Und da kann es natürlich immer passieren, dass irgendwas vielleicht dann nicht ganz so wiedergegeben ist. Je nachdem, wie viel Zeit man da reinsteckt, die Konzentration geht irgendwann weg. Und irgendwann will man das Video auch fertig haben. Ne? Also es geht mir, ich sag nicht aus Angst gar nicht zur AfD. Aber wenn, dann sollte man halt kleinere Videos zu bestimmten Punkten machen. Zum Beispiel zu den Korrektiv-Dingen hätte ich wahrscheinlich tatsächlich was machen können, so, ne? Das ist ja was anderes, aber gegen die komplette Partei, da habe ich auch nicht das Team für. Dann wäre das was anderes, ne, wenn ich jetzt 5 Leute hier hätte, die hier arbeiten. Langsam mal reinzubegeben. Erstmal, Aufklärung ist immer eine gute Sache. Zeigt das Video hier super gerne Bekannten, Familienmitgliedern, Freunden und vor allem auch gerne Leuten, bei denen ihr, nett gesagt, denkt, ja, so ein Video wird denen mal ganz gut tun. Aber take a rave Video. Teilt das Video sehr gerne, packt es in eure Story, schafft die Interaktion, dass das Video hier weiter vorgeschlagen wird. Dazu gab es ja bundesweit immer mal wieder Demos gegen Rechtsradikale. In der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Seite, die euch immer up-to-date hält, wo halt eben gerade welche Demo ist. Aber abseits davon ist das effektivste Mittel,
niemals ein Kreuz bei der AfD zu setzen. Bei der Frage, was ihr wählen sollt, ey, ich habe bei der Zerstörung der CDU mitgewirkt. Dazu habe ich euch gerade gezeigt, dass auch Teile der CDU, der Werteunion, auch bei diesem Geheimtreffen mit dabei waren. Da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen bei der Partei, aber tut mir vor allem einen Gefallen. Setzt niemals ein Kreuz bei der AfD. Schließt diese Partei aus sämtlichen Alternativen. Naja, recherchiert da der bestimmt ein bisschen. Ist vielleicht eine Alternative. Oder geschnitten, ja. Aber keine Alternative, was unsere Gesellschaft irgendwie verbessert oder gar voranbringt. Dazu weiß ich, dass ich mich mit so einem Video hier natürlich bei keiner kleinen Menge an Menschen echt unbeliebt mache. Vielleicht sogar zum Feind. Ja gut, jetzt will er sich nur noch selber irgendwie einen Kuss geben. Ja, also insgesamt, keine Ahnung, kein schlechtes Video, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Er hat schon einige sehr gute Punkte gebracht und hat auch gezeigt, warum man die AfD auf gar keinen Fall wählen sollte. Zerstörung war das jetzt halt überhaupt nicht. Ein paar Punkte waren einfach falsch wiedergegeben, ein paar Punkte waren aber auch richtig stark, ne? Wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Bürgermeister, mit dem Rassismus und so weiter, ne? Mit den Parallelen zum Dritten Reich fand ich auch sehr stark auf jeden Fall. Ja, aber auch das mit dem Klimawandel war mega. Also das war ein richtig starker Part auf jeden Fall. Dafür auf jeden Fall dicke Props. Ne? Wie gesagt, gerade der Anfang hat mich halt gar nicht abgeholt. Im Mittelteil waren irgendwie ein, zwei Sachen, die halt nicht so gut waren. Insgesamt halt kein schlechtes Video, so, ne, aber Zerstörung ist es auf jeden Fall nicht. Ja, hoffen wir mal, dass Axel aus Wester jetzt kein Video zu macht und dann ist ja alles gut.